Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zum kleinen Tutorial für Anfänger für die deutschen Kreuzer. Und wie ihr bei den anderen Tutorials schon kennengelernt habt, beginnen wir zuerst mit einem kleinen Überblick über die Reihe, damit jemand, der neu beginnt mit dem Spiel, sich ungefähr vorstellen kann, was ihn erwartet. Leider ist Wargaming bei den deutschen Kreuzern nicht so konstant in der Entwicklung über die Stufen geblieben wie bei anderen Nationen, was sich aber noch ändern kann. Hier haben wir, beginnend bei Stufe 5, denn die ersten paar Stufen, inklusive Stufe 4, lassen wir raus, da wir hier sehr schnell durch die Linien oder durch die Linie voranschreiten aus. Stufe 5 ist ein leichter Kreuzer, sowie auch Stufe 6, das ist Königsberg und Nürnberg, die sich einmal daran gewöhnt, nicht unterscheiden voneinander oder kaum, sondern quasi nur in den Werten bei gleichem Spielstil. Wir haben hier 150 mm auf 3x3 mit zwei Torpedowerfer, Abwurfmöglichkeiten auf jeder Seite. Hier ist ein Dreierwerfer mit den deutschen Volkstorpedos, die uns durch die ganze Reihe begleiten werden, mit 13.700 Alpha-Schaden auf 6 Kilometer Reichweite. Die Reichweite der Hauptartillerie ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben hier um die 16,5, 16,4 Kilometer und kommen wir direkt zu dem, was die deutsche Linie auszeichnet. Das ist nämlich hydroakustische Suche auf allen Kreuzern und eine HE-Penetration, die ein Viertel des Kalibers ist. Das bedeutet, wir können hier bei den Deutschen auf 38 mm Panzerung schießen und sie penetrieren. Wenn wir dann zurück zur Forschungslinie gehen, dann sehen wir nach der Königsberg und der Nürnberg auf Stufe 6, die wir dann noch einzeln bespielen werden, sehen wir die York. Die York ist ein kleines Unikum, ein Schiff, das es nicht gab, mit 210 mm, etwas, das mit 4x2 ein schwerer Kreuzer ist, aber mit einem Kaliber, das komplett aus der Reihe schlägt. Hier haben wir eine relativ starke AP, so wie quasi bei der ganzen Linie, was den Alpha-Schaden betrifft. Und dafür aber auch keine ganz so schlechte HE wie bei den 150ern, die nur 1700 Schaden machen. Die hier macht tatsächlich 2900. Dementsprechend bei 12 Sekunden Nachladezeit, aber auch ein Schiff, das eher gemächlich gespielt wird und vom Fahrverhalten damit Stufe 8 nicht mithalten kann. Weil, sind wir ehrlich, gehen nochmal zurück, da kommen nämlich die Hipper. Die Hipper ist als Fortbestand hier bei der York oder als nächster Schritt zur York gar nicht so schlecht geeignet, denn auch sie kommt mit 4x2, allerdings mit besserem Reload und das hier sind 203 mm. Ein erster historischer, schwerer Kreuzer, den Deutschland hier aufzufahren hat und ein grundsolides Schiff mit einer schönen Panzerung, mit einer Turtleback-Panzerung für einen Kreuzer, die wir uns dann in aller Ruhe noch einmal anschauen, wenn das Schiff dann dran ist. Und dann kommen wir zu dem, was ich und viele andere auch die Nürnberg auf Stufe 9 nennen, ist ein 3x3, Dreiturm quasi Kreuzer mit A-Turm vorne, B und C hinten, mit nur einem Torpedowerfer pro Seite. Dann der kleine Schritt zur Hindenburg. Und wie schon gesagt, die Hindenburg an und für sich ein wunderbarer Kreuzer, ein wunderbares Schiff, gut zum Farmen mit 4x3, 203 mm. Ein Schiff, das hohen Schaden verspricht, dank auch der HE-Penetration, die hier mit über 50 mm angegeben ist. Es ist 203 durch 4, kommen wir auf 51 mm. Das farmt so gut wie alles, was bei Schlachtschiff nicht 60 mm Deckspanzerung ist. Also vor allem Bug und Heck gut farmen kann. Die Panzerung ist auch relativ solide. Aber wie gesagt, das sehen wir dann auch im Gefecht. Man kann mit diesem Schiff in nah und fern gut arbeiten. Das ist das, was euch bei dieser Linie erwartet. Und nun steigen wir ein in die genauen Schiffe, wieder unterteilt in die einzelnen Kapitel, sodass ihr theoretisch dahin springen könnt, wo ihr hinspringen möchtet, oder aber einfach das ganze Video genießt. Beginnen wir nun dort, wo ich gerne beginne, nämlich am Anfang, und das ist, wenn wir World of Warships in den Zufallsgefechten spielen, nun mal nicht Stufe 2, Stufe 3 oder Stufe 4, sondern es ist eher so Stufe 5, eine Stufe, bei der es dann auch die ersten Belohnungen bei allen Events von Wargaming selbst gibt. Hier haben wir die Königsberg, und Königsberg und Nürnberg sind sehr ähnlich, weswegen ich die Königsberg hier einmal genauer erkläre und die Nürnberg dann nur noch einmal kurz in den Vergleich setze.
Ganz wichtig ist, das ist ein leichter Kreuzer und bei den leichten Kreuzern haben wir meist nur, also eigentlich immer nur Artillerie bis 152 mm, mit Ausnahme bei manchen auch 155 mm, was bei den Japanern dann der Fall ist. Wie schon erwähnt, wir haben bei den Deutschen durch die Bank einen relativ geringen HE-Alpha. Alpha-Schaden ist hier gemeint, dieser Höchstschaden, den Wargaming angibt. Hier ist tatsächlich noch plus 5% eine Skillung drauf für den Kapitän. Normal ist er 1700. Das ist pro Salve nicht so viel. Da haben wir bei AP natürlich mehr, bei 3900 Alpha. Das gilt aber immer nur, wenn man eine Zitadelle schießt. Wie ihr wisst, wenn man eine Penetration schießt, dann sind es nur 33% dieses hier angegebenen Schadens. Und dann denkt man sich, gut, aber wo ist dann der Vorteil, Haie zu schießen? Und das habe ich zu Beginn erwähnt. Wir haben hier nämlich 38 mm Panzerungsdurchschlagskraft, ein Wert, der ein Viertel der Artilleriegranatengröße ist bei anderen Kreuzern. Oder bei den meisten haben wir nur ein Sechstel. Das bedeutet, dass wir viel mehr Panzerung durchschlagen, somit viel mehr Penetrationsschaden machen und es sich deshalb trotzdem lohnt. Es lohnt sich aber nur aus einem Grund, mit diesem Schiff doch fast mehr Haie zu schießen, vor allem auf große Distanzen, weil es einen guten Reload hat. 7,5 Sekunden Ladezeit ist sehr angenehm, ich will nicht sagen ein Schnellfeuerkreuzer, aber dennoch praktikabel. Man kann mit diesem Schiff durch die Bank nur Haie schießen und man wird immer guten Schaden machen, wenn man trifft. Aber in gewissen Situationen, und da ist so ein kleiner Tipp bei den 150 mm auf 8 km auf gegnerische Kreuzer, kann man in die Breitseite AP schießen. 8 bis 10, sagen wir so. Da beginnt es je nach Kreuzertyp, schwere Kreuzer im Gegner, ihm oder einen leichten Kreuzer, werdet ihr dann Zitadellen an der richtigen Stelle schießen können. Als Pi mal Daumen. Wenn ihr das genau wissen wollt, geht bitte auf die World of Warships Fitting Tool Seite, vergleicht dort die Penetrationsleistungen im Artilleriechart und dann könnt ihr genau sehen, auf wie viel Kilometer ihr wie viel Millimeter Panzerung mit AP in welchem Winkel durchschlagen könnt, wenn es von euch von Interesse ist. Nun denn, das war es hier eigentlich mit der Hauptbatterie. Den Großteil des Schadens werdet ihr dadurch machen, die Sekundärartillerie ist irrelevant. Die Torpedos, die wir bei den allen eigentlich deutschen Schiffen haben, nicht immer 4 Werfer pro Schiff, also 2 pro Seite, sondern hin und wieder auch nur einen, das ist bei der Rhone der Fall auf Stufe 9, auf 6 Kilometer. Wie schon erwähnt, die deutschen Volkstorpedos mit den identischen Werten durch alle Stufen mit 13.700 Höchstschaden, 64 Knoten Geschwindigkeit auf 6 Kilometer sind sogenannte Selbstverteidigungstorpedos oder Minimum-Torpedo-Run-Torpedos, die man quasi als letzte Wahl dann einsetzt, um den Schaden noch zu maximieren. Die Verborgenheit der Königsberg und Nürnberg ist recht gut. Die kommt runter auf unter 12 Kilometer. Die ist jetzt ein bisschen weiter oben, das erkläre ich euch gleich, warum. Das gilt auch der Schadensmaximierung. Ebenso die Manövrierbarkeit und der Wendekreisradius mit der Ruderstellzeit ist eigentlich sehr angenehm zu spielen. Die hat keinen großen Wendekreisradius, die hat eine Ruderstellzeit von so manchem Zerstörer, den wir dann später auch sehen werden, und die Höchstgeschwindigkeit von 34,1 Knoten mit der Flagge ist eigentlich relativ super. Aber das kommt natürlich, weil wir müssen etwas ausgleichen. Und was wir ausgleichen müssen, ist die quasi nicht vorhandene Panzerung. Es ist ein sehr leichter Kreuzer und auf Stufe 5 oder auf Stufe 6 sind die Panzerungen der leichten Kreuzer generell ziemlich bescheiden. Aber die setzen auch eher darauf, dass sie nicht getroffen werden. Genau wegen dieser Verborgenheit, wo sie zugehen können, oder der Manövrierbarkeit, um aktiv ausweichen zu können. Wir haben 13 mm frontal, das wird von allem overmatched. Wir haben 16 mm, das wird von allem, was high ist, penetriert. Nur hier seitlich haben wir 50 mm Panzerung. Wir haben ansonsten kaum etwas Nennenswertes, was man wirklich Panzerung nennen könnte. Das ist der Beginn einer Turtleback-Panzerung, die charakterisiert sich tatsächlich laut Definition nach, also dass die quer ab zur Zitadelle-Panzerung einen gewissen Winkel hat, sodass die Granaten, die eintreffen, im Nahkampf abprallen können und, das kommt dazu, eine ausreichende Stärke, sodass dies auch gewährleistet ist. Wir haben eines hier, also die Winkel sollten passen, allerdings die Stärke ist zu schwach. Wir haben hier nur 50 mm Panzerung, das penetrieren viele, also die meisten Kreuzer mit AP einfach. Und hier haben wir keine Möglichkeit, die Granate abzuweisen, weil sie nur 10 mm hier hat. Das ist, wie gesagt, aber ist egal, es ist der Beginn. Vor allem Schlachtschiffe haben hier überhaupt kein Problem, das zu machen. Und das ist es eigentlich schon im Großen und Ganzen mit der Königsberg. Wir können noch einmal zur Ausrüstung gehen, um zu schauen, wie sie ausgebaut und geskillt ist. Wie ihr seht, haben wir immer bis Stufe 9 oder bis Stufe inklusive 8 einen Jäger mit dabei und keine andere Möglichkeit, zusätzlich hydroakustische Suche, was sich dann auf den höheren Stufen
mit der Möglichkeit verbindet, dass wir hier T-Virus, also FWE, einbauen können. Aber meistens haben wir Hydro mit dabei. Ist natürlich der Vollausbau und auf Stufe 5 ist es relativ irrelevant, was wir hier reinbauen. Man könnte auch Schutzsystem für Manövrierbarkeit machen, aber das hauen wir mit dem Kapitän rein. Hydrakustische Suche Modifikation 1 ist relativ teuer für diese kleine Stufe, wo man es recht selten einsetzt. Oder selbst wenn man es einsetzt, sind wir nicht angewiesen auf die Erhöhung der Wirkungsdauer dieses Verbrauchsmaterials. Mein Kapitän ist hier tatsächlich ein 19er Kapitän. Für all jene, die das Schiff neu beginnen oder starten, empfehle ich mit letzter Anstrengung, dann entweder Sprengmeister, aber die 1% sind eigentlich irrelevant. Das ist vielleicht eine Information mit vorrangigem Ziel, die ihr dadurch bekommt, was wichtiger für euch ist. Wie viele Feinde schießen auf mich? Wenn das 3 oder mehr sind, aufhören schießen, zugehen, damit die sich einem anderen Ziel zuwenden, wenn die Möglichkeit besteht. Ansonsten, wenn es 1 bis 2 sind, das ist ideal für eine Königsberg. Man kommt immer darauf an, wie viele auf euch zielen. Je mehr auf euch zielt, desto leichter werdet ihr getroffen. Die Panzerung ist nicht unbedingt dafür da, das wegzustecken, lieber nicht getroffen zu werden. Danach ist die Frage, Adrenalinrausch ist die Qual der Wahl für viele dann, weil sie sagen, wenn ich schon getroffen werde, dann lade ich schneller nach. Ja, das ist vollkommen korrekt. Und dann Tarnungsmeister. Das ist -10% Tarnung. Alternativ haben wir schwere Spreng- und SAP-Granaten für 10% mehr Schaden der Hauptbatterie-HE-Granate. Bedeutet, damit kommt man hier, wie schon erwähnt, von 1700 auf 1870 und davon dann 33%. Damit geht aber plus 15% Erkennbarkeit einher, sodass wir hier auf 12,5 Kilometer aufsteigen, was vielleicht für viele eine Umstellung ist. Deswegen empfehle ich vor allem anfängend mit letzter Anstrengung einmal vorrangiges Ziel, Adrenalinrausch und Tarnungsmeister. Falls ihr euch fragt, warum kein Inspekteur, weil sich das hier ohne Heal nicht lohnt, weil 3 Verbrauchsmaterialien ausreichend sind. Warum kein SP-Skill, Experte der Überlebensfähigkeit? Weil wir tatsächlich hier auf Stufe 5 nur 2250 Trefferpunkte dazu bekommen. Das ist wirklich zu wenig in diesem Sinne. Und wir haben keinen Heal, von dem wir dann in Kombination mit dem noch profitieren könnten und so weiter und so fort. Das wären die ersten 10 Punkte. Der Rest hier ist dann teilweise variabel. Ich habe RPF drauf, weil wir das mal im Ranked oder weil ich es mal im Ranked gebraucht habe und es da praktikabel ist, wenn man weiß, wo das letzte Schiff sitzt. Das ist dann eine andere Sache. Gut, dann schicke ich euch jetzt in das Gefecht und wie ihr wisst, die Gefechte werden immer am Stream erfahren, am Dienstagstream, wo ihr dann abstimmen konntet, welche neue Linie von welcher Nation ihr sehen möchtet als Tutorial, bis wir wahrscheinlich alle Linien durch haben, die es im Spiel gibt und die ich besitze, sodass alles einmal abgedeckt ist. Deswegen nicht wundern, wenn ihr jetzt links unten ein kleines Männchen seht, das mit Leuten spricht, wird dann auch die Kommentare des Chats eingeblendet auf der linken Seite. Ich bin immer dankbar dafür, wenn ich zum Beispiel bei Englisch, wenn ich Fehler mache bei der Aussprache. Wenn ich mal einen Film schaue und da ist ein schottischer Darsteller, der auf Englisch spricht, ne, dann adaptiere ich das und dann klingt es halt fürchterlich, wenn ich mit meinem Dialekt ein englisches Wort falsch adaptiere. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja. Natürlich macht es immer einen anderen Anschein oder ist immer eine. Es ist, je nachdem, wie man verbessert wird, ist es angenehm oder unangenehm. Aber eine Verbesserung finde ich immer gut, damit man lernt. Ich sag's ja, Fehler machen ist nicht schlimm. Finde ich persönlich. Also wirklich. Aber natürlich nur, wenn man auch nach Verbesserung strebt. Aber ich glaube, das sollten alle Leute machen. Auch wenn man denkt, oh, ich weiß sehr gut über ein Thema Bescheid, dann kann man sich sicherlich noch verbessern. Oder was anderes aussuchen. Für ein besseres Selbst und für ein besseres Miteinander. Das hört sich schon wieder so Bullshit an. Bla 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 bla. Aber das sollte man leben. Wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Aber Xand, ist das Nichtsmachen an sich nicht schon der Fehler, der gemacht worden ist? Oder der nicht gemacht war, wurde. Doch, er wurde gemacht. War auch nichts machen. Aber beinhaltet das Machen. Eine Entscheidung, die getroffen worden ist.
bin ja kein Freund von. Außer im Urlaub mal zwei Wochen. Gute Nacht, Midera. Mach's gut. Da schauen wir. Wir sind natürlich wieder in einem wunderschönen Gefecht auf Stufe 7. Das bedeutet, Wargaming möchte oder gönnt uns viel Basic-Spam. Kauft mein Buch, um zu erfahren, wie ihr besser leben könnt. Nee. Das ist immer ein Scheiß. Das, was für einen funktioniert hat, muss nicht für jemand anderes funktionieren. Diese ganzen Life-Coaches und Gurus, die euch erzählen, wie sie es geschafft haben. Wem interessiert das? Interessiert ja niemanden. Der Vogel bin ich. Ist anders aufgewachsen als ich. Hat andere Erfahrungen gemacht. Ist weicher oder härter als ich. Ist liebevoller oder abgestumpfter als ich. Genauso, wer nicht schießt, macht keinen Schaden. Ja, aber das Spiel schießt ja schon für dich. Mit Secondary. Außerdem zählen Torpedos auch zum Schießen. Die Omaha. Gefährliches Schiff. Sehr leicht gepanzert. Komm her auf, Britannia. Mach mich nicht unglücklich. Was ist meine Schlacht? Oh nein, die ist fährt straight. What the fuck? Ja, eine Granate, willst wissen. Uff! Uff, 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 uff. Habt ihr das gesehen? Ein Rowdy war das hier. Ja, jetzt dreht's ab. Das war close enough. Ich habe jetzt extra höher gezielt, weil er abdreht und er dreht auch ab. Das Spiel ist aber positiv. Wenn du null Schaden machst, steht da, könnt ihr euch nicht beweisen. Ja, das stimmt schon, weil das liegt aber daran, dass er das Spiel nicht sagen will. Deinstallier den Scheiß sofort, du Kack, weil du ziehst die Playerbase runter. Sondern es will sagen, hey, vielleicht läuft es mit Premium-Konto besser. Angela sagt, Torpedos nenne ich auch Radiergummi. Sie radieren dir das Schiff weg. Das finde ich nett, aber auch brutal. Also es kommt hier genügend Material, um guten Schaden zu machen. Ich würde jetzt gerne sagen, der Trick ist nur, nicht drauf zu gehen, bevor man den ganzen Schaden gemacht hat. Meistens ist das das Letzte, was ich dann sage, weil ich direkt wieder eine Zitadelle in den Popes bekomme. Und mega unglücklich bin, dass das passiert ist. Naja. Wenn die Bretagne weg ist, dann kann man hier auch besser leben. Dann haben wir ein bisschen Schlachtschiffpause. Ich kann auch keinen Brand, ne? Danke. Ich sehe ja, es ist es ist offensichtlich, es fällt auf, wenn man wenig Brände hat. Und dann. Ich stehe jetzt übrigens falsch und habe meinen Brand direkt gelöscht. Eigentlich ist so stehen schlecht. Ich müsste so stehen. Macht ihr da? Oh, die Oma wurde gelöscht von der Piotr Werlik. Einfach drückbar. Munitionskammertreffer ist noch schlimmer. Ja, das ist eine Detonation. Tatsächlich für all jene, die neu im Spiel sind und es nicht wissen, eine Detonation kann nicht mehr bei voller Gesundheit passieren. Man muss 75% der Trefferpunkte noch haben. Also 25% Schaden erlitten haben einmal, damit man eine Detonation bekommen kann. Sonst geht's nicht. Früher war es doch. Früher hat einen das manchmal ganze Gefechte zerstört, tatsächlich. Das war nicht erstes Blut. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, da habe ich einen verirrten Torpedo gefunden in meiner Yamato. Gleich zu Beginn des Gefechts war, glaube ich, ein Flugzeugträger-Torpedo. In die Schnauze. Detonation. Das zieht dich dann ziemlich runter, muss man einfach sagen. Das ist. Ah, jetzt heißt es abhauen. Die Giulio Cesare hat mich im Visier. Die Giulio Cesare ist ein One-Hit-Wonder. Deswegen direkt ändern, also Fahrtrichtung ändern, anwinkeln und abhauen. Brauchst gar nicht so schelmisch wegschauen. Ich habe schon gesehen, dass du auf mich geschossen hast, du Luder. Giulio Cesare gefährlich.
Kann man also Detos farmen? Nein. Das ist ein Zufall. Wie gesagt, also nur die Prämisse, dass der Zufall eintreten kann, ist, dass man an einem Gegnerschiff 25% dass das Schiff 25% Schaden genommen haben muss. Zum Beispiel hier 45.500. Das bedeutet, das Ding muss über 11.000 Schaden bekommen haben mal und dann ist erst eine Detonation möglich. Vorher ist es gar nicht möglich, selbst wenn man das Magazin treffen würde unter den Trüffeln, unter den Türmen. Und wie gesagt, es ist eine prozentuale Chance, dass das überhaupt eintritt. Deswegen ist es auch sehr, sehr selten. Es ist sehr selten. Aber jetzt... Aber machen mehr, machen weniger. Schalke zum Beispiel 15.000 Gefechte oder so und ist 40 Mal detoniert. Ich habe 9.000 Gefechte und bin 60 Mal detoniert oder so. Also es ist... Ja, es ist selten. Man kann es nicht farmen. Gott sei Dank. Das wäre ja übel. Sie gerade schlecht. Und ja, ich schieße gerade mit Haie die ganze Zeit. Will aber eigentlich gar nicht weg von hier, aber die blöde... Die blöde Giulio Cesare, die drängt mich ein bisschen zurück. Warum schießt sie nicht? Die schießt doch auf die Trento hier. Doch weiter auf die Trento. Aber Trento, seht ihr, was die Trento hier macht, ist nicht gut. Der Feind muss kommen. Wir haben das Cap hier. Er hat drüben A noch nicht, das wird verteidigt und C hat er. Aber wir sind im Cap-Vorteil. Noch ist es nicht so dringlich, das Cap zu holen. Aber warum sollte ich jetzt hier nach vorne fahren zum Beispiel? Warum soll ich nicht hier aus, ich will nicht sagen sicherer Distanz, weil ich kann mich ja immer noch beschießen. Aber je weiter ich weg bin, desto leichter kann ich ausweichen. Weil die Feindgranaten eine viel längere Distanz zurücklegen müssen, um mich zu treffen. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Flugdauer größer ist. Und in der Dauer des Fluges der Granaten kann ich meine Richtung ändern, die ich fahre. Bedeutet, wenn der geschossen hat, fahre ich nach links. Sobald die Granaten in der Luft sind, drehe ich nach rechts und dann bin ich schon nicht mehr da, wenn sie eintreten. Ja. Jetzt drehen wir rein. Hin ist noch mit Königsberg und Missouri. Brand wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Aber naja. Wird dann übrigens interessant mit den Schlachtschiff-Tutorials für Anfänger. Mal schauen, wie das dann läuft. Was ihr euch wünscht. Ich weiß schon, ihr werdet euch mit Sicherheit zuerst die deutschen Schlachtschiffe wünschen. Deswegen werde ich die nicht zu Beginn reinpacken. Ich weiß, es ist ein bisschen manipulativ, aber deutsche Schlachtschiffe wünscht ihr euch nur, weil ihr glaubt, dass ich da voll die Krise kriege. Also, dass ich tilte. Ein Wort bei Pokern für... Die Ruhe verlieren. So. Bleiben wir hier und fahren wir noch ein bisschen weiter. Das ist übrigens das, was man mit einer Nürnberg, wenn sich der Gegner anbietet, in aller Ruhe machen kann. Ne? Action muss man nur suchen. Was zum... Der dreht hoch? Nee. Warum geht das da... Habe ich einen Knick in der Optik? Nee. Hä? Naja. Das Schiff zieht weiter. Ziehen wir auch weiter. Es wird ein bisschen ausgeglichen, 6 zu 7. Hin und wieder muss man sich ein bisschen zurückhalten, damit der Feind wieder aufholen kann. Schlachtschiffe, Japaner oder Amis wären sicher nicht schlecht. Ja, ich werde auf jeden Fall dann abstimmen lassen. Dann ist für alle was dabei. Ne? Die Interesse daran haben, stimmen ab und die anderen sehen das, was sie gerne sehen würden. Aber es kommt alles mit der Zeit. Gleich bei Carl Zeiss beschweren. Ah, die Feuerleiterlage hier. Ganz schlecht. Wir können versuchen, die Giulio Cesare zu torpedieren. Das ist keine so gute Idee. Wird auch den Schaden nicht maximieren, tatsächlich. Meistens ein Irrglaube, dass man mit einem Torpedo-Run den Schaden maximiert, weil meistens geht man dann drauf, wo man sonst überlebt hätte. Jetzt eine High-Only-Runde, weil seht, die Granaten treffen so schlecht auf das Schiff, dass ich durchs Deck wahrscheinlich gar nicht durchkomme und bei der Seite einfach abpralle, weil der Winkel nicht stimmt. Oh, aber vielleicht kommt sie doch. Dann könnte man das machen. Oh, die Giulio Cesare hat die Piotr rausgeschossen. Das ist gut. Unangenehm gut. Die Frage ist jetzt...
Welchen Kurs nimmt sie? Können wir einmal durch das Flugzeug eruieren? Weil ich möchte nicht, dass das Ding die ganze Zeit offen ist. Ich möchte es nur einmal kurz sehen. Es fährt nach rechts, okay. Passt. Es wurde dann abgeschossen. Also die Frage ist, ob ich... Ja, ja, das... Weil ich will es nicht verscheuchen, bevor ich hier um die Ecke komme. Es könnte aber knapp werden mit den Torpedos und der Reichweite. Wird spannend. Ich muss nochmal in die Kiste, hat mir gut gefallen. Dankeschön, Mordwa. Wie gesagt, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Schaffe ich das hier? Unser Team hat die Führung übernommen. Nee, ist schon zu weit. Ja, es ist zu weit, dann kann ich es mit den Torpedos nicht erledigen. Alles andere ist zu gefährlich. Schaue ich mir dann später an und helfe hier bei der Königsberg. Ist intelligenter tatsächlich, auch wenn sie so gut wie raus ist, weil die Giulia Cesare, die hätte sich das noch geholt. Aber ich mache mir das so, dass ich gleich drehen kann. Seht ihr, die wollte schon schießen, das Luder. Nein! Ah, die waren zu gut, weil zu viel ist. Na gut, dann nehmen wir das aber. Holen wir das. Sie wird jetzt Captain gehen. Die Frage ist, wo ist die Nürnberg? Ich glaube, ich fahre jetzt diesen Weg. Das ist die sichere Variante. Vielleicht steht die auch noch an der Ecke. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und fährt nach links. Weil sie wird hier angezeigt. Also, sie kann immer noch hier sein. Dann kann ich hier versuchen, ein bisschen... Ah ja, schau mal. Ein bisschen zu farmen. Das ist gut. Ich könnte jetzt hier abbremsen und ich wäre ungesehen. Die ist auch darüber gefahren. Ah. Ja, wir würden schon ein bisschen Schaden machen. Also, ich weiß nicht, 100.000 sind wahrscheinlich nicht mehr drin. Aber so 70.000 wäre schon geil in der... Königsberg. Ist jetzt ein bisschen gefährlich hier. Muss sie aufdecken, weil die Algerie hinter der Insel sitzt. Muss aber hier rumkommen, aber nicht zu weit. Und ich will nicht zu weit weg, damit ich die Nürnberg noch beschießen kann. Die ist jetzt schon am Rand. Ah, ja, nein. Unangenehm. Das ist unangenehm. Komm, bleib stehen und nimm Brand zumindest von mir, damit ich Schaden machen kann. Ist... Ah nein, ich will das gar nicht. Als ich meine Türme gedreht habe, ist sie tot. Ich nehme die hinteren Türme und drehe reinzuziehen. Hätte der entgegenfahren sollen. Na, da oben kommt jetzt die Renown und die Algerie. Und jetzt fährst du nach die Karlsruhe und sagst uns, was dir gefällt. Nee. Nee. Ah. Vielleicht kann ich nochmal auf die Giulio Cesare schießen. Vielleicht ist sie drin geblieben und will das Cap. Bitte, 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 bitte. Haben die Schlachtkreuzer auch eine begrenzte Reparaturmannschaft? Ja, haben sie auch. Also die deutschen Schlachtkreuzer, ja. Aber vollkommen ausreichend. Oh, sehr gut. Mirko ist raus. Oh, die hat besseres Concealment als ich. Schön für die. Sehr schön für die. Ja, sehr gut, hast gelöscht. Gut, gut, boy. Dann hinter der Insel kam, bevor die nachgeladen haben mit ihren hinteren Türmen. Aber bei. Diese Profiteure hier. Ja, ein Brand. Das war wichtig. Das war wichtig. Jetzt cappen wir das und gut ist. Dann haben wir gecappt. Wir haben Schaden gemacht. 70.000 auf Stufe 5 ist okay. Ich glaube, 50.000 ist unter den besten 10% mit der Königsberg. Dann 70.000 ist auch gut. Die Sahara ist noch raus. Ach scheiße, das ist die gegnerische. Naja, schauen wir, wo die Königsberg kommt. Vielleicht kommt sie nach, kommt sie hier rum. Wir haben gecapped, haben einen Kill gemacht. Gut. Ich finde die Colbert auf ihrem Leben, der Level der Karlsruhe stark überlegen. Unser Sieg ist in Sicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sage ich auch immer, so ich habe wenig Erfahrung auf den untersten Stufen, also 1 bis 4. Ab 5 kann ich ein bisschen, kann ich sagen, habe ich Ahnung. Darüber ist es, also darunter ist es vielleicht zu selten, um sagen zu können, ich bin da der Crack, der es richtig drauf hat mit den Dingern.
Nein, jetzt fährt sie falsch. Nein, fahr doch nicht. Aber warum Nürnberg? Ich weiß, du willst nach Farmen, aber boah, gegen eine Renault und eine Algerie, ja, wird eher ein Stinkerstink sein als ein... Oh ja, ich bin der geile Ficker und ich werde jetzt noch 20.000 Schaden machen, bevor ich sterbe. Eher ein Stinkerstink. Also im Sinne von, der wird verlosen. Aber gut. Naja. Ich so schlecht schieße, ist auch ein Stinkerstink. Ich war schon immer ein Fan der Hochseeflotte, deswegen kenne ich mich mit den ganzen unteren Leveln recht gut aus. Ah, deutsche Kaiserzeit. Ja gut, aber weißt du, cool, du kannst das nicht vergleichen mit dem, was der deutsche Kaiser bauen ließ. Man durchaus die britische Flotte challengen wollte hier mit seinen Ambitionen. Sondern das ist halt das, was Wargaming draus macht. Ne? So, jetzt eine Salve Hai zum Umladen und danach geben wir einmal eine AP-Salve raus. Leider daneben geschossen. Ich weiß nicht, ob der Winkel reicht, aber es sieht nicht schlecht aus. Ja, da ist die Zitadelle. Wie immer eine Mitleids-Zitadelle. Ja, was? So. Findest du, die Colbert mit ihren 105 oder Absen kann fühlt sich immer als hätte sie epische verbracht bis auf die anderen. Ja gut, das ist aber immer, wenn man es vergleicht, ne? Egal, was für ein großer geiler Ficker ist, ich präsentiere so. Was? Dankeschön, Miridiri, vielen lieben Dank. Zarella. Aber 83.000, wie gesagt, ist vollkommen okay, Königsberg. Im Stufe 7 Gefecht müssen wir noch anmerken. Bedeutet, bin vielleicht ein bisschen vorsichtig gefahren, weil es ein Stufe 7er ist, rate ich euch aber immer an, der auf den Schaden kommt, den ihr machen wollt, damit ihr das Team unterstützt. Aber nicht so, dass ihr hinter einer Insel steht und nicht beschossen werden könnt. Könnt euch ruhig anbieten, ob der Gegner dann einfach schießt oder nicht, ist ihm überlassen. Mit anbieten meine ich nicht Breitseite auf 5 Kilometer stehen, sondern so wie wir es hier gemacht haben. Optimale die Kampfdistanz, versuchen optimal ausgerichtet zu sein, den Schaden an einen vorbeilaufen zu lassen. Die Nürnberg ist, wie vorhin schon erwähnt, nicht nur optisch quasi so etwas wie die Königsberg, sondern sie ist mit ihrer eine Stufe höher auch nicht sonderlich anders. Die größten Unterschiede sind tatsächlich einmal in der Anordnung der Türme, da wo die Königsberg einen weiter links versetzt hat, als hat die Nürnberg die Türme hier gerade. Wir haben ansonsten die identische Artillerie, aber diesmal mit 6 Sekunden Nachladezeit, was eine starke Verbesserung ist, bedeutet mehr Schaden ist drin. Die Torpedos sind ansonsten ident. Wir haben eine ähnliche Verborgenheit, 11 Kilometer. Wir haben eine geringere Geschwindigkeit tatsächlich mit einem geringeren höheren Wendekreisradius und einem bisschen höheren Ruderstellzeit als die Königsberg. Man könnte fast sagen, dadurch, dass die Nürnberg Stufe 6 ist und dann ins Stufe 8 Gefecht kommt, das wir auch gleich sehen werden, ist sie der Königsberg ein bisschen unterlegen, weil die bis maximal Stufe 7 kommt. Allerdings, und das ist ein Umstand, den viele nicht beachten, haben die deutschen Schiffe gegenüber allen anderen Schiffen mit 1/6 HE-Penetration einen großen Vorteil. Wir haben nämlich bei Stufe 7 auf Stufe 8 eine große Änderung von HE-Penetrationswerten und auch Panzerung der Kreuzer. Denn dort haben die allermeisten Kreuzer, bis auf wenige Ausnahmen, wie immer bei manchen Premiums etc., 30 mm Seitenpanzerung. Bedeutet, dass viele Schiffe da, leichten, geschossen übrigens, von Stufe 6 und Stufe 7, keine 30 mm penetrieren können, ohne IFHE zu skillen. Das ist nämlich ein Skill, der dem Schiff eine höhere HE-Penetration gibt, dafür aber die Hälfte der Brandwahrscheinlichkeit aller verfügbaren HE-Granaten abzieht. Das bedeutet Sekundärartillerie und Hauptartillerie. Das ist ein Umstand, den man nicht immer haben möchte, vor allem wenn man ein schnell nachladendes Schiff hat. Und da muss man sich immer überlegen, ob man die Penetration lieber mitnimmt, die bessere, oder die höhere Wahrscheinlichkeit auf Bränden. Und Brände, die sind RNG, also Zufall. Und das ist immer ein bisschen kritisch, was das betrifft. Und genau dieses Problem haben alle deutschen Schiffe nicht und das ist wirklich ein großer Vorteil. Es ändert sich auch ein bisschen die Panzerung. Wir haben hier, also nicht was die Werte generell betrifft, ein viel, viel besseres Gefühl. Nein, wir haben eine andere Zitadellenanordnung interessanterweise. Hier seht ihr nämlich
dass sich nur hier die Schräge befindet, was es ein bisschen tricky macht. Aber sind wir ehrlich, es spielt am Ende kaum eine Rolle. Wir wollen nicht getroffen werden mit diesem Schiff, auch nicht, wenn wir 27.000 Trefferpunkte haben, anstelle von den 25.000, 24.000 der Nürnberg. Nicht getroffen zu werden, ist hier tatsächlich das A und O. Die Nürnberg habe ich aufgrund der Möglichkeit, auf Stufe 8 gesetzt zu werden, anders geskillt. Ich habe tatsächlich die schwere Spreng- und SAP-Granate weggelassen, damit ich auf die 11 Kilometer bleibe und nicht plus 15% noch komme. Das ist also der Wert, den die Nürnberg auch erreichen würde, hätte ich diesen Skill nicht drin. Je höher die Stufe kommt, desto eher muss man sich umskillen. Ich habe hier von früher noch Sprengmeisterin, aber auch für Anfänger vorrangiges Ziel, auch hier keine schlechte Wahl. Und wenn wir jetzt noch einmal hier zurückkommen, dann seht ihr, wir können einen Slot mehr verbauen. Ob ihr jetzt Schadensbegrenzung oder Antriebsmodifikation 1 anbaut, ich bin eher für Antriebsmodifikation 1, weil man dann schneller anfahren kann. Oder aber steuergetriebene Modifikation. Der minus 15% Brandbekämpfung für den Kreuzer, das ist bei einer maximalen Brandbekämpfung von 30 Sekunden, die es dauert, bis der Brand automatisch gelöscht wird, sind es 4,5 Sekunden. Macht hin und wieder den Unterschied, allerdings haben wir auch unsere Reparatur weitaus schneller wieder ready, als man sie unbedingt braucht. Ne? Wie gesagt, unser Ziel ist ja, nicht getroffen zu werden. Und dann ab ins Achtergefecht mit diesem super sexy Schiff, das, wie schon bei der Königsberg erwähnt, jetzt hier ab Stufe 6 die Möglichkeit hat, defensives Flakfeuer einzusetzen. Zum Beispiel, ja. Aber da gibt ja immer diese Überschriften hier. Bill Gates pleite? Fragezeichen. Und dann liest man den Artikel. Weil er seine Lederjacke aus seiner Studiumszeit verkauft. Nein, er lässt sie versteigern für das Höchstgebot und spendet das dann nach Afrika. Als Beispiel. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Allerdings finde ich noch fragwürdiger, jetzt driften wir in so eine komische Diskussion ab. Ich finde es fragwürdig, also ich würde, würdet ihr mich zum deutschen Kaiser wählen? Fangen wir so an, somit ist schon klar, dass, dass das ein bisschen satirisch gemeint ist, nicht ernst. Ne? Man sollte den Witz und den Sarkasmus daran erkennen. Weil Kaiser wird nicht gewählt, Nummer 1. Der wird gekrönt von Gottes Gnaden und dem, ja, und bla bla bla. Aber ist egal. Also ihr seht schon, es nehmt es nicht zu ernst. Wenn ihr mich zum deutschen Kaiser wählen würdet, dann würde ich verfügen, dass beim Wahlkampf keine externen Gelder mehr verwendet werden dürfen, sondern jede Partei nur ein gewisses Geld vom Staat zur Verfügung gestellt bekommt. Ist ja jetzt auch schon so. Ne? Aber der Rest ist Spenden. Ja. Die Risikoknabe, die Queen ist gestorben. Ja, haben wir vernommen, leider. Leider. Ich muss jetzt drehen, weil wir sind wenig und der Flugzeug, oder die Queen, die North Carolina dreht schon, die Queen, ja. Die North Carolina dreht schon, der Flugzeugträger kommt hierher und es ist ein Achterträger. Was gar nicht geil ist. Hier müssen wir gut aufpassen, wie wir arbeiten. Wir haben hier extrem hohe Reichweite bei den ganzen Schiffen. Nur wir sitzen hier auf unseren 16,5 Kilometern. Aufpassen, wenn wir offen sind, von wegen Beschuss von hier. Die können quasi über die ganze Karte schießen. Das ist ein Achtergefecht, das ist... Naja. Drin ist quasi nur der DD. Wir werden hier ein bisschen auf die Nürnberg schießen. Die hat selbst nicht so gut wie wir. Ah ja, super, der DD. Schon in Range, dass ich offen bin. Wenn hier was kommt, dann bin ich eh Geschichte. Oh, wir schießen auf die Hawk. Weil die Hawk ist ein Achter und bringt uns mehr. Generell. Und brennt länger. Ah, oh, nein, meine Freundin kommt jetzt. Ach, ich muss kurz aufmachen. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos fast schon riechen. Genau, aber das Flugzeug ist gelandet. Ewig noch? Habe ich Schaden genommen? Ich fahre zu weit nach vorne. Mich.
Na, es tut mir leid, Schatz. Ich habe den Schlüssel dran gepackt. Freundin darf er bald nicht mehr sagen, sonst gibt's Ärger. Aber das ist ja noch eine Zeit lang hin. Ach nein, da kommt schon dieses schäbige U-Boot hier angedacht. Ja, stimmt, nächsten Monat, Schatz. Schatz, ich kann mich nicht begeistern, ich bin in Gefahr. So kann ich begeistern. Muss hier mindestens 100.000 Schaden machen. Ist in dieser Konstellation nicht ganz einfach. Vor allem, wenn man nicht gut zielt, Pech mit Bränden hat. Nur weil er heiratet, heißt das nicht, dass er keine Freundin haben darf. Ist ein Argument. Nein, was? Nein, eine... keine sexuelle Freundin, Schatz. Ja, es ist mega heiß. Mir leid. Ach so, stimmt. Wir müssen die Wäsche rausbringen hier. Deswegen ist es so heiß hier. Da. Darf ich einen Schluck Kaffee? Ganz Geräusche im Hintergrund machen, das durchziehen lassen. Es ist nämlich sehr heiß hier. Leute, wir haben einen geräuschvollen Stream heute. So wie sonst auch. Der Kaiser hat keinen Trockner. Ja, was soll ich sagen? So, ich bin arm und kann mir keinen Trockner leisten. Möglichkeit Nummer 1. Oder aber ich bin umweltbewusst und will keinen Trockner haben. Trocknet ja eh an der Luft. Oh, jetzt nicht zu weit. Komm. Oh, geschaut. Snoo Snoo, du verrücktes Huhn. Vielen Dank für deinen Raid und herzlich willkommen. Oder er wäscht einfach keine Wäsche. Ja, ich als Kaiser habe immer Wäsche. Also... Nusno meinte, hier kann man was lernen. Das ist eine dreiste Lüge. Das ist ein deutscher Kreuzer-Stream für Anfänger, damit die Leute nicht mit den deutschen Kreuzern so reinjodeln und dann sterben. Nein, das U-Boot hat tatsächlich... hat nichts die Hawk rausgenommen in der Mitte, aber jemand hat die rausgenommen. Das U-Boot ist noch am Leben. Hallo, Schnu, Schnu. Weil natürlich Snoo Snoo. Wir haben hier leichte Probleme. Ah, da. Muss ich rumfahren, um die Aoba zu bekommen? Weil die Farragut kann ich nicht bekämpfen, weil hier irgendwo ist die Dunkirk unterwegs. Ich habe ein bisschen Angst, weil fehlender Spot und so. Und oben verreckt unser Team. Und hier kommt sehr viel. Das ist mit Sicherheit der DD. Setzen wir einmal unser Flugzeug über die kleine Insel. Mach's gut, Snoo Snoo, danke schön. Reinerer weiß schon, wer heiratet, kann die Sorgen teilen, die er vorher nicht gehabt hat. Ja, das ist... Oh, es fährt tatsächlich hier hoch. Das ist vollkommen egal. Das, ganz im Ernst, dieses geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich glaube nicht, dass das... Schau mal da. Geht schon in unsere Richtung. Ich kann jetzt nicht schießen. Ich kann erst schießen, wenn ich hinter der Insel bin. Und die Hawk kommt hier auch hoch. Jetzt hat er abgedreht, seine Kanonen. Die Hawk wird der gefährliche Part sein, ja. So können wir das machen. Und auf die Kansas aufpassen. Das ist halt so lächerlich, dass ich dieses Versteckspiel hier spielen muss. Den fährt hier unten rein. Wahrscheinlich. Komm, nochmal zurück. Zeig ruhig Breitseite. Hast du bestimmt CC-Protector, oder? Ja, natürlich! Natürlich habe ich das. So wie jeder CC. Die spielen alle unfair, die Schweine. Sag ich das schon immer, ne? Glaubt denen nicht. Die sagen immer, die Schiffe, die sind gut. Kauft sie. In Nürnberg. Das ist okay jetzt. Es gibt eigentlich keine guten Schiffe. Ich kenne das nur von meinem Grundausbilder. Er meinte immer, geteiltes Leid wäre doppelte Freude. Ja, für ihn!
Ja, muss umpositionieren. Muss in die Mitte Bismarck bekämpfen. Aber ich muss hochziehen und hochfahren. Gefecht kann nur gewonnen werden, wenn man am Leben bleibt. Was ist das Ziel? Und wir wollen nicht in die Sekundärreichweite der Bismarck kommen, weil das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Underwood, hallo, Warlord, hallo, Redshirt, das ist nur von. Wie gesagt, ach, höher Ziel, damit man weiter hinten reinkommt. Höher Ziel, ja, tiefer Ziel. Ab die Posta. Ork ist raus, das Cap gehört uns. Jetzt, was? Müssen wir das mittlere? Du verlierst sowieso, hör auf! Es ist relativ ausgeglichen. Wir müssen jetzt ein bisschen schwanky-schwanky machen und beten, dass er uns nicht trifft. Links, rechts. Ja. Und dann gibt es halt doch eine Zitadelle, auch eine Bismarck. Trifft mal was, ne? Sieht schon wieder zu gut aus. Ah, zu gut, um daneben zu schieben. Voilà. Du, mit 75.000 im Stufe 8 bin ich zufrieden. Fluffy Power! Ich will nur nicht in die Sack hier kommen, das ist immer ganz wichtig bei dem leichten Kreuzer. Bismarck zerhagelt uns. Mortwa hat von einem Prime auf einen Stufe 1 aber gewechselt. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen. Nochmal. Und wir verlosen, wie gesagt, dann auch nach dem Gefecht gleich was. Ich muss nur kurz noch am Leben bleiben. Wenn die Bismarck stirbt, dann haben wir fast eine Chance. Würde gerne einen zweiten Brand haben, weil AP bringt halt tatsächlich nichts hier. Wie ist denn der hin? Ja, danke schön. Normalerweise sollte man sich so positionieren, dass man nicht 1 versus 1 mit einem Schlachtschiff kämpft. Aber wenn man nicht die Wahl hat, dann was will man denn machen? Was will man machen? Fackeldackel hier. Und wichtig ist, niemals aufgeben. Es gibt wenige Dinge, die ich gar nicht gerne sehe. Das ist, wenn in den Chat geschrieben wird, plus 2 Matchmaking AFK. Gleich eine Arschzieher. Ja. Da, ich sag's doch, zeigt Breitseite. Das bringt nichts besser, Dina. Die Zitadelle ragt weit außen vor. Und das ist. Die kommt einfach von oben rein. Das ist Breitseite zeigen, dann trifft er ja noch leichter. Wie gesagt, ich sehe es ein. Smolensk etc. Ja. Mino auch. Leider hilft es da nicht immer. Tatsächlich. Deutsche Schlachter mit ihren 83er treffen deutsche Kreuzer meist erstaunlich gut. Es ist doch immer so, dass wenn man selbst der Betroffene ist, dann wird man immer getroffen. Wenn nur eine einzige Granate trifft, damit man eine Zitadelle bekommt, dann ist es das große Unglück. Wenn man selbst im Schlachter sitzt und mit der Bismarck auf 6 Kilometer schießt, dann geht alles daneben. Ne? Aber es ist ein bisschen die subjektive Wahrnehmung. Wargaming sagt, dass das gebalanced ist. Dementsprechend müssen wir Wargaming da glauben. Wir haben keine besseren Daten, das ist das Problem. So, ich gehe mal B-Cappen in der Hoffnung, dass das blöde Flugzeug, das blöde U-Boot nicht reinkommt. Und ja, unten Ubuki gegen North Carolina. Sollte eigentlich spielen sein. Will jetzt auch nicht auf die Dunkirk schießen, selbst wenn sie in Reichweite kommen. Zuerst das Cap holen. Zeit tickt. Oben wird noch hart gekämpft. Pensacola gegen Queen Elizabeth. Das ist theoretisch möglich mit Unterstützung des Flugzeugträgers, aber oben ist auch noch das Boot. Kann auch schon gedreht haben. Verstehe ich. Kenne das aus beiden Perspektiven, sagt Redshirt. Ja, eben. Ganz genau. Das ist es. AB-Bomben. Tektonische Träger treffen tektonische Zitadellen auch ziemlich gut. Es kommt wahrscheinlich auf die Spieler an. Manche schießen besser, manche schlechter. Und das RNG ist natürlich auch ein Faktor. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Die Dunkirk dreht rein. Zerstörer gesichtet. Ich kann die Torpedos fast schon riechen. Ich glaube nicht, dass wir Probleme mit haben. Ja, leider hat es nicht gereicht. Dann farmen wir hier die Dunkirk, weil sie eh reinfährt. Und dann hilft es uns nichts. Wir farmen sie hinter die Insel, wenn das geht. Also, dass sie Vollgas hinter die Insel fährt. Ja. Das haben wir auch vernommen, leider. Ich weiß nicht, ob meine Freundin das schon weiß. Teleskop gerichtet, feindliches U-Boot voraus. Da drüben, ne?
Sehr gut, jetzt fährt es hinter die Insel. Sind wir noch im Brand? Wahrscheinlich nicht. Dann fahren wir jetzt rein. Solange der Flugzeugträger uns da nicht aufhalten kann. Wie viel hatten die Queen noch? Haben die um nicht gekämpft? Hallo, Tobi. Hört ja auf mit euren Arschzitas. Davor ist niemand gefeit. Die geht immer in den Arsch. Hallo Mike, guten Abend. Ja, Schatz, hast du gehört, Queen Elizabeth ist gestorben. Schatz? Hast du gehört, Queen Elizabeth ist gestorben? Ja. Ja, der Chat hat das gerade bestätigt. Ja, 96 Jahre ist ein stolzes Alter. Meine Großmutter ist auch mit 95 gestorben. Man muss sagen, die Queen hat es echt gut getroffen. Die ist noch gut bei Kopf gewesen die ganze Zeit. Aber den Umständen entsprechend gut getroffen, könnte man sagen. Ne? Ab sofort müssen wir wieder... hieß, nicht her. Das Gefecht endet in 5 Minuten. Sagen zu den Schiffen, ne? HMS. Naja, sagen wir mal so, die Queen ist nicht unerwartet gestorben, sind wir mal ehrlich. Das ist, mit diesem Alter erwartet man den Tod tatsächlich. Oder sollte man zumindest. Wenn ich das mal ganz frivol sagen darf. Warum ich jetzt schieße? Weil die Queen die... in die andere Richtung, oh Gott, aber der Flugzeugträger, die Geschütze in die andere Richtung zeigt und von der Insel gedeckt sein sollte. Und sie erste Weltkriegsgeschütze hat, was bedeutet, dass sie die Geschütze ewig lang drehen muss, 45 Sekunden oder so. Und entweder da noch rumdrehen kann oder aber mich nicht erwischt. So. Was ich jetzt mache ist, ich fahre an die Insel an, täusche vor, ich bin dieses Wrack und stelle mich tot. Das ist das Problem, ich wollte eigentlich die Dunkirk torpedieren, aber auf der Seite kommt die North Carolina, das bedeutet, sie wird hier anwinkeln. Ja, das entscheidende Frage ist, ob sie hier stehen bleiben wird oder ob sie durchbrawlt. Wenn sie durchbrawlt, dann ist schlecht, ansonsten kann ich, wenn ich den Arsch rüberschiebe, kann ich sie erledigen. Was ich aber zuerst machen muss, ist die Queen Elizabeth abfackeln. Sie brawlt durch. Die dreht hier schon die Türme. Dann muss ich kurz warten. Fubuki gegen Farragut. Die Odds sind einfach gegen uns. Gibt es kein Schiff, das Queen Elizabeth heißt? Doch. Stufe 6, Queen Elizabeth. ja, ne? Wie als, wie als wäre es reserviert. Wenn sie brennen lassen muss, dann war es das. Prozentual reicht das, aber sicherheitshalber nehmen wir noch ein bisschen was drauf. Achten hier drauf. Komm, Brand. Ja, das war's. Ich glaube, die rammen sich jetzt raus. Wem ist der Wirt denn jetzt jagen? Ja. Er hat noch volle. Schießt die Fubuki eigentlich? Er hat gute Kanonen, doch, sie jetzt hoffentlich rahmen sie sich raus. Das. Kennt ihr das? Irgendwie glaubt man, man muss alles selbst machen. Was macht er? Ja, wir müssen jetzt das U-Boot erledigen.
ist auf 20 Kilometer, dann kann man das vergessen. Wir haben keine Chance mehr. Eine Minute. Ich werde probieren, die Dunkirk zu torpedieren. Ein Flugzeugträger kann das U-Boot nicht zerstören, er hat keine keine U-Boot-Abwehrmaßnahmen, das ist es. Ah. Mit dem nächsten Update kommt die zweite. Was denn? Queen Elizabeth. Vielleicht kann ich die erste Salve überleben. Oh, Hai ist bitter. Freust du? Ja, hilft alles nicht. Kaum fliegt und siegt noch was. Unser Team wollte einfach nicht gewinnen. Ich kann es mir anders nicht vorstellen. Ja! Frontzita. Nee, der hat nur um die Aufbauung getroffen. Das hat gereicht. Fluffy Power. Ah, ja, ja. Jonas, danke schön für deinen Submit Prime. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, das zweite Gefecht mit der Nürnberg ist eher das, was man macht, wenn man Nürnberg spielt. War ein Achtergefecht. Ja, kann man nichts machen. Hätte es auch gerne anders gehabt, aber kümmern wir uns nun um ein anderes Schiff. Bei der York auf Stufe 7 gehen wir über von den leichten Kreuzern auf den schweren Kreuzer. Und wie schon erwähnt, haben wir hier ein absolutes Unikum in der Linie der deutschen Kreuzer. Wir haben hier nämlich 210 mm bei der Hauptartillerie mit unglaublichen 12 Sekunden. Obwohl ich bei den leichten Kreuzern gesagt habe, bei 7,5 Sekunden, 6 Sekunden kann man auch durch die Bank mal Hai schießen. Man wird dennoch guten Schaden machen und gut Brände machen. Da trifft es teilweise auf die York auch zu, allerdings sind die 12 Sekunden Nachladezeit dann doch ein bisschen hart. Und wir haben sehr, sehr guten Höchstschaden, was die AP betrifft, von 5,7 glaube ich, was Alpha ist. Und dementsprechend sollte man ab sofort bei den schweren Kreuzern, immer wenn sie besteht, dass man Schaden macht, großen Schaden oder Zitadellen, auf die Breitseite der Kreuzer schießen. Und hier kann man ab 10 bis 11, sagen wir 11 Kilometer, je nach Kreuzer, schon beginnen mit AP zu schießen. Tatsächlich auch auf Schlachtschiffe derselben Stufe oder darunter. Höher wird es ein bisschen schwieriger, kommt immer auf die Entfernung drauf an und auf das Panzerungslayout. Hier in diesem Bereich. Bei Schlachtschiffen, ne? Unter die Reling, so auf die Hälfte. Weil hier ist die Panzerung meist nicht so stark wie die Zitadellenpanzerung, die dann oft auf bis zu Stufe 10 mit 350 mm oder 300 oder 250 mm kommt. Hier werdet ihr keine Zitadellen schießen können oder hin und wieder auch keine Penetration haben. Hier aber in diesem Bereich, wo wir auf 150 oder 200 Werte kommen, könnt ihr, je näher ihr kommt, Penetrationen schießen und dann schweren Schaden machen. Das sind hier 33% von 5880 durch den Skill, sind das immerhin fast 2000 pro Granate, die trifft. Das wären fast, wenn wir bestenfalls ausgehen, 16.000 pro Salve alle 12 Sekunden. Das würde sich lohnen. Aber wie gesagt, das bei Schlachtschiffen, bei Kreuzern könnt ihr gerne die Zitadelle, die sich meist unter der Superstructure so als Anhaltspunkt befindet, beschießen. Wir haben natürlich auch hier wieder die deutschen Volkstorpedos auf 6 Kilometer, das ändert sich wie schon gesagt nicht. Hier 4x3 mit 13.700 Schaden und 64 Knoten. Wir haben Wasserbomben, yay. Wir haben die Flugabwehr, die ist okay. Die Manövrierbarkeit ist ein bisschen besser als die der Nürnberg. Die Verborgenheit ist ansehnlich mit 12,1. Und wir haben die Überlebensfähigkeit auf 32.000 erhöht für Stufe 7. Wir haben hier durch die 210er 53 mm Hai-Penetration und 2,9 Höchstschaden bei 15% Brandwahrscheinlichkeit, was
wie gesagt, dezent ist. Und eine Panzerung, die, naja, eigentlich nicht schlecht ist, mit 25 mm Panzerung auf dieser Stufe, frontal zeige ich euch gleich, und hier eine 30 mm Panzerung der Kasematte. Hier innen, das, was ich euch schon mal gesagt habe, hier haben wir nämlich auch 30 mm. Das bedeutet, AP Overmatch ist erst ab Kaliber 457 mm möglich, was es auf Stufe 7 in den seltensten Fällen gibt, wenn ihr ins Tier 9 kommt mit dem Ding. Ja, weil da haben wir eine Musashi mit 460 mm. Das macht den Unterschied. Ansonsten habt ihr normalen Beschuss mit 25 mm. Das bedeutet, da kommen 380 mm frontal durch. Overmatch-Mechanik ist wieder was Eigenes. Das ist etwas, was man in einem separaten Video behandeln muss, weil es doch relativ kompliziert ist. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwo in der Tutorial-Reihe von vor 4 Jahren. Die Mechanik hat sich nicht geändert. Sie ist immer noch identisch wie damals. Deswegen schaut euch das ruhig mal an. Auch High- oder AP-Video, wie oder was ihr schießen sollt und auf welche Ziele. Ist gar nicht unangenehm, das zu wissen. Schauen wir uns kurz einmal den Kapitän an. Ist immer noch derselbe Kapitän, aber anstelle, dass man die Möglichkeit hat, super schwere Spreng-SAP einzusetzen, sollte man hier bei diesem Schiff durchaus mal überlegen, vielleicht plus 5% schwere AP-Granaten einzusetzen. Allerdings muss man sagen, es ist für den Skill sehr teuer, 3 Punkte auszugeben, weil es nur plus 5% ist. Theoretisch 10er Kapitän, wieder letzte Anstrengung, wieder vorrangiges Ziel. Dann nehmen wir den Adrenalinrausch, da werdet ihr mehr davon profitieren und die Tarnung. Der Rest ist tatsächlich optional, kann verbessert werden, wie zum Beispiel, was haben wir in den entweder erstklassiger Schütze, wenn ihr meist nah dran seid, oder theoretisch auch zahlenmäßige Unterlegenheit. Eines vermeidet Schaden mit plus 8% Geschiffsgeschwindigkeit und erhöhte Genauigkeit, ist wirklich auch praktisch, oder erstklassiger Schütze. Wie gesagt, ich habe immer Funkortung mit dabei, nicht für Zufallsgefechte tatsächlich, weil meist irrelevant, ist eh alles offen, sondern für Spezialmodi. Und ganz im Ernst, immer den Kapitän umskillen, das geht dann doch in die Dublonen. Die Einbauten sind wie folgt, können wir uns auch einmal kurz anschauen. Wir haben wieder die hydrakustische Suche oder die defensive Flakfeuermöglichkeit und hier den Jäger. Wir haben quasi sonst keine Änderung, die wichtig wäre. Auch hier diese India Delta setzen wir erst ab Stufe 9 ein, wenn es dann den Heal gibt. Der Rest ist optional, wie immer. Ein bisschen Torpedoschutz. Kann man sparen für Schlachtschiffe dieses Jahr. Gehen wir ins Gefecht. Und ja, kann 53 mm Pen schieben, weil man ein Viertel High-Penetration hat. Theoretisch könnte man das gesamte Gefecht hier mit High schießen. Und man wird bis auf die Möglichkeit, wenn man feindliche Türme trifft, also ne, hier die Turmpanzerung, würde man quasi immer einen Schaden machen. So gut wie immer. Und zeitliche Beplattung von Schlachtschiffen zum Beispiel. Bei den Kreuzern macht man da auch immer Schaden. So, na gut. Mein Sohn, dann schauen wir mal. Ach, ist eine Basisverteidigung, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ich habe standardmäßig habe ich AP drin. Beginn, weil viele gerne YOLO um die Ecke kommen. Und das müsste bestraft werden, oder das möchte bestraft werden. Viele kommen auf dieser Karte hier hin. Einmal kurz, wir haben Stufe 8, wir haben wieder plus 1. Wir waren meines Wissens einmal im gleichen Stufe-Gefecht, wenn es mich nicht täuscht. Ansonsten waren wir immer Bottom-Tier oder Mid-Tier. So wie jetzt halt auch Mid-Tier. Ist okay, ne? Hallo! Guten Tag, der Herr, schon durch mit den gewerteten Gefährten. Die habe ich ja komplett wieder ausgelassen, nachdem ich sie ein paar Mal gefahren bin. Ich will nicht gemein sein, aber ich habe immer so meine Phasen. Und wenn ich merke, dass in den gewerteten Gefechten nur noch gebottet wird, dann habe ich keinen Bock mehr. Vielleicht versteht der eine oder andere, was ich damit sagen will. Also ich glaube schon. So, einmal hier die Rujo. Aber was macht denn die Blitzkowitzer hier? Ja, das ist das Problem. Ich werde auch drehen, die Blitzkowitzer dreht. Die sitzen schon hier. Oh, Schuss. Ich finde die York an und für sich eigentlich ein schönes Schiff, auch wenn es nicht gegeben hat. Für mich nicht so wichtig. War mein erstes, mit dem ich gewertete Gefechte gefahren bin, tatsächlich katastrophal. Ist es nicht immer so? Ist nicht. Ist doch wie Sex? Oder hast du auch regelmäßig für ein paar Wochen keine Lust auf Sex?
Wenn Ranked wie Sex ist, Wonka, dann wünsche ich dir, dass du guten Sex bekommst für den Rest deines Lebens. Du hast es bei dir verdient. Meins Potato Hunter Prime sollte mehr Ranked fahren. Fluffy Power! Ich geb dir gleich. Ich geb dir gleich. Wen fährst denn du? Wir probieren mal AP, auch wenn wir aufgeben. Über 17 Kilometer. Das ist es nicht, was uns aufdeckt. Da hinten. Oh, ging das alles ins Wasser? Ah, ich komme nicht mehr hin. Komm ich da noch hin? Nein, jetzt geht das zu. Vielen lieben Dank, Derp, für deinen Sub mit Prime. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen heute. Bisschen Angst hier. Bei was hat die Duke of York? Weiß nicht, ob ich schnell genug, also ob sie schnell genug sind, die Granaten, wahrscheinlich nicht. Die Endrach fährt weiter zurück, aber hätte nicht weiter vorhalten können. Weil ansonsten. Oh, immerhin, ein bisschen was ist rumgekommen. Ansonsten hätte ich nichts getroffen, aber wir haben wahrscheinlich nur in die Aufbauten getroffen bei 5 Overpants. Ne? Ranked in Sex gibt es nur, wenn man Solo ist oder man Beziehungen. Ich lese das jetzt besser nicht. So, schauen wir mal. Ja, Beschuss von 2, da müssen wir Geschwindigkeit variieren. Die Duke wird auf uns schießen, ja. Doch schon dieselbe. Geht hier raus? Jetzt schauen wir mal. Verteidigen wir die Mitte. Nennen wir es, wir verteidigen die Mitte, obwohl es nicht so ist. Obwohl da doch einiges rankommt, ne? Wir könnten sogar die Kansas farmen gehen. Geduld. Für diese Art Gefecht braucht man Geduld. Wir haben nur U-Boote Spaß zu Beginn. Was angestrebtes Ziel? Stufe 7? Immer 60.000 mit dem Kreuzer. Ja, geh das Bett frisch beziehen, sonst bekommst du keinen Sex. Ich sehe schon, wie das läuft hier. Bisschen Angst, dass die Kansas jetzt schon weit genug vorgekommen ist. Oh, da ist die Gatschapma. Alles fährt hier außen rum. Fluffy Power! Ja, warm umgeladen. Einmal AP rausgehauen. Ich deck die auf, das ist halt immer bitter. Und die schießt auch mal. Hoffe mal, die hat schlecht geschossen. Es, keine Zitadelle. Ah. Vielen lieben Dank, Docs, für deinen Follow. Herzlich willkommen. Oh, die York kommt rum. Komm, 12 Sekunden Nachladezeit. Gib ihm! Achte nicht auf mich, York. Achte nicht auf mich, York. So ist richtig. Einfach nicht auf mich achten. Oh, jetzt dreht er noch ein bisschen. Kannst du es hinter der Insel lassen? Wut! Wut, 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 wut! Immer variieren. Mit Geschwindigkeit und mit Ruder. Dann nehmen wir wieder warm. Warm umladen bedeutet, wie schon gesagt, die im Rohr befindliche Granate verwenden. Und jetzt dreht er wieder hoch. Wir haben immer die falsche Granate drin. Willst du mich verscheißen? Oder dann direkt Doppelklick auf die Zahl, die ihr umschalten möchtet. Wie gesagt, ist ein... er rennt schon wieder zurück, Alter! Aber wir müssen weg. Wir müssen hinter diese Insel, weil da kommt jetzt gleich eine Kansas rum. Dann haben wir andere Probleme, aber ich hoffe, für das Team auf der anderen Seite war das ein bisschen hilfreich. Soll ich es mal anpingen? F3! Wen muss ich ficken, damit ich dieses scheiß Schiff... Dankeschön. Markieren kann, entschuldigung. Warum ist halt doof? Manchmal schießt da nur ein Turm. Man muss immer schnell doppelklicken. Aber das Problem ist, Wargaming-Server sind halt wirklich nicht geil dafür.
Aber man sieht ja, obwohl Doppelklick, ist der hintere Turm hat zuerst geschossen. Den Arsch rausdrehen. Sehr gut. Kann es doch nicht sein, dass wir hier den Scheiß verteidigen müssen. In zwei Schiffe. Gut, dass wir in die Mitte gefahren sind. Ansonsten würden die ja jetzt rumsitzen. In der Nähe unseres Caps. Und wir hätten keinen Schaden gemacht, weil wir dann außen rumgebimmelt waren. Man merkt, dass er schon lange nicht ge... Was? Das ist gestern. What the fuck? Sind wir die Treffsicheren, was? Wenn es immer wieder realisieren, dass man mit einem Kreuzer hier hinten bleibt, mit einem Schlachtschiff hier in den Infight geht. Ja, es ist im Spiel so, ne? Wegen Panzerung etc. Außerdem, man bleibt mit dem Kreuzer ja nicht eher hinten. Man sucht die mittlere Kampfdistanz, die große Kampfdistanz zu Beginn des Gefechts. Weil da der Gegner, im Englischen wird es crowded heißt, also heißen, weil der Gegner gebündelt ist, weil die Kohäsion groß ist bei den Gegnern, weil sie so spawnen. Wird sich dann im Laufe des Gefechts, bröselt sich das ein bisschen auf, weil die Leute auf die Flanke fahren oder eben in der Mitte bleiben. Und dann kann man auch mit einem Kreuzer ein 1 vs 1 suchen, wenn man das möchte, gegen das richtige Schiff. Von daher, der Sinn ist ja, hier so lange wie möglich am Leben zu bleiben, um das Team auf bestmöglichste Art und Weise zu unterstützen. Und jedes Schiff hat eine andere Aufgabe oder eine andere Möglichkeit, das zu tun. Ein Kreuzer kann viel Schaden machen. Eigentlich, wenn man das als MMO sehen würde, ist ein Kreuzer der Damage-Dealer. Weil ein Kreuzer hat das Potenzial, den meisten Schaden zu machen. Dafür muss er, also wenn er immer schießen könnte, würde er den meisten Schaden machen. Ja, das Schlachtschiff ist nicht der klassische Tank, sondern es ist der klassische Tank, der auch noch mega Burst-Damage macht. Also, wenn das Schlachtschiff einmal hinschießt, da wächst dann kein Gras mehr. Aber dann ist wieder ein langer Cooldown, während es nur noch tankt. Ich kann zum Beispiel im 1 vs 1 kann ich lange ein gegnerisches Schlachtschiff tanken, aber weniger lange einen gegnerischen Kreuzer, weil der Kreuzer einfach mit den Bränden sehr viel Schaden macht. Beispiel, oder mich raustorpedieren kann und so weiter. Genau, theoretisch. Weil es hängt immer vom Begegnungsfall ab, von der Qualifikation des Gegners, von der Karte, tatsächlich teilweise auch vom Spielmodus. Dementsprechend kann man es nicht verallgemeinern. Manche Leute sind super im Tanken, manche Leute sind schlecht darin. Ihr seht, das Gefecht ist zu Ende. Man sind doch 10 Minuten haben wir gespielt und eigentlich ist das schon gewesen. Und eigentlich, ich drehe jetzt um und fahre nach rechts hoch in der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen Schaden bekomme. Guten Abend, Michael. Guten Abend. Ich glaube, André ist ja echt der Jüngste. Ja. Kann sein, ne? So. World of Warships ist ein alte Leute-Spiel, ne? Jetzt taucht es wieder. Ein alte Leute-Spiel, ich bin auch alt. Im Geiste bin ich schon 100. Dementsprechend, alle fahren hinten rum. Doch zu mir, aber nicht zu schnell. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Problem ist, ich muss mir jetzt den Feind selbst scouten. Das ist immer scheiße. Zeig keine Breitseite! Wenn das so ist, dann können wir auf uns hier hören. Kannst noch was lernen. Jetzt warte mal. Ja, der dreht gleich ein. Jetzt wird's bitter. Ich hab mal abgebremst in der Hoffnung, dass er fett daneben wimmelt. Ja. Fluffy Power! Ich weiß nicht, ob das beim zweiten auch funktioniert. Ah, die hat schlecht gezielt, die Kansas. Du bist alt, aber im Kopf noch jung. Nein, 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 nein. Ich bin jung, aber im Kopf noch alt. Das ist ein fetter Unterschied. Ich werfe jetzt die Torpedos trotzdem raus, obwohl ich weiß, dass sie nicht ankommen. Also die Chance, dass sie ankommen, ist relativ gering. Er müsst richtig hart Vollgas geben und dann ist es eine knappe Geschichte. Seht ihr, was ich meine? Ja, diese eine Granate hier wieder, ne? Weil, ja, ich habe nur 6 Kilometer Torpedos, aber natürlich mit der Möglichkeit des entgegenkommenden Spielers, wenn ich so lange überlebe, um das zu zeigen, haben wir eine höhere Reichweite bei den Dingern. Oh ja, ein Doppelbrand, nachdem er den einen Brand gelöscht hat. Liebe Schlachtschifffahrer, löscht nie den einen Brand.
Wie weit komme ich ran? Ja, er hat abgedreht. Wäre interessant gewesen, es zu sehen. Das soll es gewesen sein. Noch einmal überlebt, aber ich kann nicht zugehen. Das Blöde, die blöde Kansas, wenn es die nicht wäre. Schaut, wie lange ich das Ding tanke. Aber das war's. Zurück. Nein, der geht daneben. Andere Salbe. Dann noch das Flugzeug hoch, damit der ein Teil der Mannschaft überlebt. Oh, vielleicht hat die. Ja, die Kansas will es jetzt wissen. Das ist das Problem. Schießt noch drauf. Die Duke of York hat keinen Bock mehr. Aber die Kansas kann nicht mehr. Ja, aber selbst ein blindes Huhn trifft mal ein Korn. Und der soll das jetzt eigentlich auch erledigen. Ja, die eine Granate reicht. Den CRNG, wie ich eben gesagt habe, einfach nur widerlich. Was soll denn das jetzt heißen, hallo? Ich finde, wir haben ganz okayisch getankt. Jetzt liegt es an der Andrea Doria oder an der Gede, das hier zu verteidigen. Oder wir erobern das einfach. Jetzt kommen wir noch auf 100.000. Eigentlich müsste er brennen. Ja, 100.000. Sehr gut. Hallo EPS. Mein Neffe hat letztens Laila gesungen, wusste aber nicht, was ein... Ah. Naja, richtig mies war das. Hätte das bereits war das nicht passiert. Dann wäre ich direkt raus. Die Duke of York... Nachdenken. Die Duke of York hat die normale AP. Wäre vielleicht sogar durchgegangen, aber bei meinem Pech ist es genau auf der Höhe der Zitadelle. Hallo Henker. Dementsprechend. Aber wir haben unser Möglichstes getan. Wie gesagt, sich nicht treffen zu lassen, ist meiner Meinung nach immer besser, als die größtmögliche Silhouette zu zeigen und zu hoffen, dass die Zitadelle nicht getroffen wird. Eine nicht getroffene Granate macht keinen Schaden. Es ist halt einfach, so ein Schiff, so ist das Schiff schwieriger zu treffen als so. Vor allem, wenn man wendig genug ist. Natürlich, wenn man jetzt auf 6 Kilometer sitzt, dann... Wurst. Wenn ich auf 15 Kilometer sitze, macht es einen Unterschied. Ja, 100.000 in der York ist tatsächlich auch vollkommen okay für Stufe 7. Für, ja, für einen netten Sieg. Stufe 8 muss man auch noch sagen, dann ist gut. Leute, bei anderen ist das kein RNG. Bei ihm ist das der pure Skill. Ich weiß, andere hat so viel davon, dass man ist. Ja, es, so ist es. Ja. Das, so schön es auch wahr wäre, wenn es wahr wäre. So. Stufe 8, die Admiral Hipper, ist ein kleines Highlight, ein historisches Schiff und auch optisch wunderschön. Ein schwerer Kreuzer mit 4x2, 203 mm, mit besserem Reload als die York, aber dafür ungleich größer. Es fühlt sich mächtiger an und es wird auch mächtig gut getroffen. Tatsächlich ist die Panzerung für dieses Schiff aber gar nicht schlecht, 27 mm. Das bedeutet, wir fürchten ab sofort nur noch 406 mm in AP, weil die können overmatchen, haben aber hier vorne einen 40 mm Bugpanzergürtel. Wir sind für einen schweren Kreuzer gar nicht schlecht gepanzert, da wo andere Schiffe normale Panzerung haben und Seitenfeuer mehr fürchten müssen, haben wir die schon bei Stufe 5 erwähnte Dörtelpack-Panzerung hier auch mit adäquaten Werten. Wir haben immerhin 80 mm, hier nur 27 mm, das ist gefährlich für, wie gesagt, alles über 406 mm Overmatch für AP. Natürlich alles, was 27 mm high penetriert, ebenso. Aber diese Dörtelpack-Panzerung hält gut Kreuzerfeuer ab. Wir haben ja 30 mm und da haben wir auch wieder nur Overmatch von 457 mm und plus. Allerdings kommen wir hier auch in höhere Stufen, nämlich bis Stufe 10. Das ist immer ein bisschen tragischer, was das betrifft. Wir haben 43.800 Trefferpunkte, brauchen wir auch. Und die benannten 4x2, 203 mm. Hier auch wieder, wie bei der York, wenn es geht, schießt AP mit 5.900 Höchstschaden, lohnt sich das auf jeden Fall und bleibt da beim Gefecht bis zum Ende mit dabei. Da seht ihr nämlich, wie sich die AP lohnt. Auch wenn das Gefecht hier gut gefahren und herausgespielt worden ist, hat der Gegner nicht so viele Möglichkeiten gegeben, Schaden zu machen. Und am Ende boostet das den Schaden dann doch noch, wenn man die richtige Munition mit dabei hat. Wir haben gute Reichweite von 17,7 Kilometer und das sollte eigentlich für jeden reichen. Für den schnellen Schaden nebenbei haben wir 4x3, 6 Kilometer Volkstorpedos wieder. Ihr seht schon, die Deutschen sind dafür bekannt, hier mit diesem Schiff mit der besseren Panzerung durchaus auch mal einzusetzen, bei gar nicht so schlechten Winkeln. Wir haben wieder die Wasserbomben, die wir ins Ziel bringen müssen. Wir haben Flugabwehr mit 73, was okayisch ist, also ist durchaus adäquat. Man sollte sich nicht unbedingt alleine erwischen lassen. Und ihr seht ja, Höchstgeschwindigkeit, wenn ihr Kreuzerradius und Ruderstellzeit, geht weg von den leichten Kreuzern und ist ein bisschen höher geworden. Die Verborgenheit mit 11.2, ein eigentlich sehr gutes Ergebnis für einen Stufe 8 Kreuzer. Man kann zugehen, wenn man möchte. Deswegen auch die identische Skillung wie ansonsten überall. Mit letzter Anstrengung, mit vorrangiges Ziel für die Anfänger, Adrenalinrausch und hier Tarnungsmeister. Nehmt bitte nicht Beschussalarm mit.
Der Beschussalarm gibt nur eine Warnung davor, wenn man aus mehr als 4,5 Kilometer Entfernung eine Salve auf unser Schiff abgefeuert wird. Das bedeutet, wenn der Gegner uns aufschaltet. 4,5 Kilometer ist so nah, dass quasi immer, wenn jemand auf uns schießt, diese Warnung kommt. Macht es euch zur Gewohnheit, verändert eure Geschwindigkeit und ändert euren Rudereinschlag immer, wenn ihr offen seid, andauernd. Egal, ob ihr beschossen werdet oder nicht. Wenn ihr diesen Skill geskillt habt, wird euch sogar angezeigt, ob ein Schiff auf euch zielt und wie viele. Das ist eine Zahl neben dieser Warnleuchte. Dann könnt ihr sehen, wann ihr besser zugeht und wann ihr besser ausweicht oder beides zugleich versucht, um gar nicht getroffen zu werden. Das ist noch etwas, was ich euch gerne auf den Weg geben möchte. Dieser Einser-Skill oben ist nicht so wertvoll wie Last Stand. Last Stand lasst euch trotzdem weiterfahren, selbst wenn ihr einen Ruderausfall habt oder einen Motorausfall. Und das ist für einen Kreuzer, der auch ungern getroffen werden möchte, so wie jedes Schiff, ein notwendiges Übel. Ich habe hier tatsächlich Steuergetriebe reingepackt, weil es mir als sinnvoller erschien. Ihr könnt auch schnelleres Anfahren machen. Schadensbegrenzungsteam, wie gesagt, gibt uns nur die 4,5 Sekunden zusätzlich und wird nicht gedeckt quasi, könnte man sagen. Kreuzer haben, was Schadensvermeidung betrifft, weniger Potenzial als Schlachtschiffe, was auch vollkommen in Ordnung ist. Man kann den hier reinpacken oder eines von den beiden. Ab Stufe 8 ist defensives Flakfeuer oder hydroakustische Suche durchaus eine Möglichkeit. Ich empfehle dennoch hydroakustische Suche, defensives Flakfeuer nur, wenn ihr in die Vision mit einem Flugzeugträger fahrt. Und dann würde ich da euch tatsächlich auch ein Schiff empfehlen, das eine stärkere Flak hat auf der Stufe. Denn auch die gibt es. Und man muss nicht immer deutsche Schiffe fahren. Wenn man es dennoch möchte, dann muss man schauen, ob Wargaming eines rausbringt, das genau da reinfittet. Und dann schicke ich euch in ein eigentlich gut gestartetes Stufe 9 Gefecht mit großen Ambitionen, welches dann vom Gegner ein bisschen vereitelt worden ist. Gerade die Eugen im 10er gefahren. War eine dolle Erfahrung. Sagen wir so, die Prinz Eugen, und ja, die Aussprache ist wichtig, weil die Eugen, das wäre ja falsch, ich glaube, ist nach dem deutschen Feldherrn Fluffy Power benannt. Prinz Eugen, der so was gebracht hat. Durch seine Kunst sehr viel Reichtum, wenn es mich nicht täuscht. Aber auch egal, wenn es nicht so wäre, dann ist es halt ein Eugen. Das ist quasi die ein bisschen einfachere Variante. Sie hat einen Heal. Dafür hat sie einen längeren Reload. Salty, danke schön für deinen Sub auf Stufe 1. Kommen heute. Ein österreichischer Fehler. Dankeschön. Entschuldigung. Da. War ein Ungar. Schwierig. Habsburger, ja. Habsburg. Damals gab es keinen Ungar. Der Nationalismus hat übrigens interessanterweise eine Laune, könnte man fast sagen, oder ist es Hybris, dass mit der EU ein Multinationenstaat geschaffen werden möchte, der 1918 aufgelöst worden ist von den Alliierten, die auch in der EU sind? Hätte man damals ja schon gehabt. Warten wir mal kurz. Wir haben einen Flugzeugträger drin, der wird viel scouten. Ich nehme mal kurz den Schutz der Zieten mit, was die Anti-Air betrifft. Und die Ruprecht. Vorher hatten wir den Fall, dass jemand in den Check geschrieben hat, es ist komisch, dass man mit einem Kreuzer nicht in den Nahkampf gehen kann und mit einem Schlachtschiff, aber schon, obwohl das Schlachtschiff eigentlich bekannt dafür ist, dass es die höhere Feuerreichweite hat und in der Realität eigentlich viele Granaten auf eine sehr hohe Kampfdistanz abgeschossen hat, das, was ein Kreuzer nicht in dem Ausmaß vermag. Zumindest damals. Wie ist der richtige Terminus für gemacht hat, also Vermögen hat, keine Ahnung. Ja. Habe ich ein bisschen gepokert und gehofft, dass alles noch hier hinter der Insel ist, damit ich unsichtbar auf die Hawk schießen kann. Und zum Glück war das auch so. Eine Breitseite AP auf 17 Kilometer. Nice. 590, dachte schon, das eine da ist meins. Bleibt der? Fährt der weiter? Ramm mich nicht, du Luder! Ich will vorbei hier. Zu wenig weit, aber vielleicht der Arsch. Zu wenig weit, ohne genau zu sehen, wo es sitzt. So. Aber das kann man, wenn man möchte, um den Fahren vermocht hat. Vermochte. Dankeschön. Das kann man, wenn man im Pulk mit Schlachtern fährt. Sagen wir so, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zieten und die Ruprecht
in den Brawl gehen, das bedeutet in den Nahkampf gehen, weil es Nahkampf-Schlachtschiffe sind. Es besteht natürlich immer noch eine Minimum 33%ige Chance, dass ich beschossen werde anstelle der zwei Schlachter, mit denen ich mitfahre, das ist klar. Meist ist sie sogar ein bisschen höher, weil angewinkelte Schlachter machen, auf die macht man weniger Schaden als auf einen angewinkelten Kreuzer, weil, wie wir schon erwähnt haben, mit der Panzerung ist ein bisschen problematisch ist. Aber kommt schon, wie könnte ich es vermeiden, mit einer Zieten und mit einer Ruprecht in einem deutschen Verbund gemeinsam auf den Feind zu fahren? Wie sollte es gehen? Wie sollte es anders gehen? Leider fahren die alle weg. Bedeutet, die Ruprecht hat es jetzt nicht geschafft. Ich werde es jetzt schaffen und hier kurz eindrehen. Die Ruprecht macht dasselbe, ne? Das ist cool. Eugen Franz, Prinz von Savoy in Carignan. Ich denke wohl, er war eher ein Italiener im Dienste des Kaisers. Das war damals etwas kompliziert. Hat er nicht für die Franzosen auch gekämpft? Aber hat da kein Patent bekommen? Also hat er kein, wurde nicht die Führung einer Kompanie überlassen und dann ist er zum deutschen Kaiser und bei dem war es auch so und bei den Österreichern hat er dann die Chance bekommen oder war das jemand anders? Ist ein bisschen kompliziert, aber ihr könnt gerne was reinschreiben hier. Da ist immer gut mit Geschichte hier. Da. Es kann auch ein ziemlich schlechtes Gefecht werden. Aber sagen wir so, wir lassen uns nichts zu Schulden kommen und versuchen unser Bestes. Wir laden jetzt auch um auf High, weil die Hawk, die dreht ab. Weiß nicht, was sie sich erwartet, aber anscheinend keinen Kampf hier. Wäre eigentlich relativ easy gewesen, hier ein 3 vs 3 zu machen. Aber so müssen wir den Schaden hinterherfahren. Schau euch das an. Wie schön wäre es gewesen. Das wäre echt gut. Was machten die? So schnell und dreht so geschwind, dass... Das passt doch. Ich meine Treffer. Hier in die Mitte zu fahren ist jetzt ein kleines bisschen arg. Muss ich... Besser wäre es hinten rum zu machen. Aber ich warte mal kurz ab. Jetzt warte mal. Jetzt wo ich sie sehe... Darf doch nicht wahr sein. Ah, dann muss man sich so machen im Verbund. Wo ist denn die Zieten hin? Nee, das passt schon. Die Zieten ist da. Die wissen eigentlich ganz gut, was sie machen. Sie sind zuerst nach außen gefahren, um... ist der denn direkt? Feindliches U-Boot in Sicht! Kommt wohl was an. Das, vor der Pommer mache ich mir keine Sorgen, wenn sie Haie schießt. Normalerweise bleibe ich nicht so stehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Beidseiten kommen hier. Aber noch bin ich zu. Und wenn die hinter der Insel ist, so, geh kurz auf, aber geh gleich wieder zu, weil die hinter der Insel fährt. Oh nein, Italien ist um die Ecke gekommen, aber sie kann nicht mehr schießen, das ist schon gut. Na, immer ein bisschen zu Beginn lieber die Schiffe tanken lassen, die einen Heal haben, und das sind die Schlachter. Schaut, wie die Sekundärartillerie hier arbeitet. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mit. Die Zieten hat ein bisschen abgebremst, wir wollen die Ruprecht nicht solo lassen. Die Ruprecht wird hier aber reinfahren und dann rechts rausdrehen. Deswegen müssen wir gut aufpassen, was wir als nächstes machen. Wie gesagt, ich würde gerne ab, wir schießen, aber momentan ist noch keine Möglichkeit dazu. Wir kehren hier die Schiffe ein kleines bisschen zusammen. Was? Es ist nie gut, wenn wir den ganzen Feind auf einen Haufen versammeln, denn theoretisch könnte sich der Feind aufraffen. Und uns dann unter Fokusfeuer erledigen. Weil wenn der Feind ganz nah zusammen ist, dann ist alles fast gleich weit vom Gegner entfernt. Und dann wird Fokusfeuer automatisch betrieben, tragischerweise. Und ja, ich schieße hier noch Haie, weil die Tallinn ist quasi eine Hipper. Und die hat genau denselben Scheiß wie wir. Wir können sie nicht zitadellieren. Also die hat dieselbe gute Panzerung. Ach, deswegen schießt die Tallinn mit den 180ern hier Haie. Voilà. Er macht uns ein Feuer. Das können wir aber löschen. Kein Problem, weil wir sind jetzt zu. Da, jetzt sind wir ein bisschen verfahren. Die Hipper ist nicht unbedingt ein Kreuzer, der hinter Inseln stehen sollte oder der an Inseln stehen sollte. Aber wir müssen uns irgendwohin positionieren, dass wir noch Schaden machen können. Und wenn wir uns die Karte zu Hilfe nehmen, dann sehen wir gut, hier der Seattle hinterher zu fahren, das ist schlecht. Wir kommen
Flugzeugträger, der Hawk ist auch da, die weggekaltet und uns bestrafen möchte. Aber was da hinten kommt, das sind Vladivostok und Carolina. Und hier haben wir nur noch eine Atlantico, die fast tot ist, und dann haben wir nur noch eine Brest. Und das bedeutet, wir haben hier eigentlich jetzt eine gute Möglichkeit, die noch abzufangen und noch auf dem Weg dorthin ein bisschen auf die Seattle zu wirken. Vielleicht bremsen wir noch ab und schießen ein kleines bisschen hin, damit wir mit High, weil wir haben 53 mm Pen, ja, noch ein paar Tausender drauf machen können, denn, wie heißt es so schön, genügsam. Oder wie stetig ernährt sich das auch? Steht der Tropfen höhlt den Stein oder langsam ernährt sich das Eichhörnchen anders an? Winzer-Game von Sylvain hat sich auch bei Ludwig XIV beworben, oder? Weil ich sage, das kleine Wuchs ist nicht angenommen. Ah, dann war es dann doch irgendwas in diese Richtung. Die Geschichte ist sehr weitläufig, deswegen kann man hier kann man leicht etwas verwechseln und auch vergessen. So, jetzt komm schon. Atlantico lebt immer noch. Warum? Habe ich vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen? Ich muss hier wieder rein. Nur damit ich den Schaden machen kann, der mir zusteht, weil 21.000 ist nichts für meine... Die lebt halt immer noch. Vielleicht müssen wir drastischere Seiten aufziehen. Denn hier wäre jetzt nur noch eine Seattle und eine Charles Martel. Gemeinsam mit der Zieten. Das ist eigentlich kein Problem, fast schon problematisch, was den Schaden betrifft. Ja, die Atlantico ist jetzt endlich raus. Aber die fahren nicht streng genug. Irgendwie so. Gibt auf YouTube eine zweiteilige Doku über Prinz Eugen. Habe ich auch gesehen, glaube ich. Einmal wegmarkieren, damit er sich nicht bedroht fühlt. Ja, wir fahren hier oben hin. Overpants, und jetzt treffen die blöden Torpedos hier, wirklich. Zumindest einer, und dann ist es raus. Irp! Keiner trifft, sehr gut! Und da kommt die verdiente Zitadelle. Das war super. Feueralarm! Und dann holen wir uns noch die Charles Martel, wie gesagt. Erledigt. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Eindrehen nicht vergessen. Gilli-Gilli machen. Ah, jetzt dreht er zu viel, da werden wir nur Abpraller. Oder keine Zitadellen. Ach Gott. Das Gegnerteam war einfach nicht gut genug. Da müssen wir schnell zu Vladivostok, um noch auf 40.000 zu kommen. Wer mir zusteht, das Einzige, was ja auch zusteht, ist, vom Perker bestraft zu werden. Hallo, das ist Schaden, der mir zusteht. Ja, bekomme ihn nicht. Bekomme ihn einfach nicht. Jetzt muss ich den weiten Weg machen, um zum Flugzeugträger zu kommen. Ich werde das jetzt auch nicht cappen. Wobei, das wird Punkte bringen. Holen wir uns die Punkte zumindest. Hallo Sturmjäger. Weil es steht im Raum, ob ich es hoch schaffe, weil die Zieten kann schon schießen. Und wir halt nicht. Dann hole ich lieber die Punkte. Hallo Ostpreuße, moin André und gute Reise. Was? Wohin reise ich denn? Wohin reise ich? Schade, es wäre wirklich episch gewesen mit Prinz Eugen, mit Zieten und mit der guten Prinz Ruprecht, gemeinsam mit der Hippa in einem Dreierbund, hier mit einem Dreibund. Brawlen. Das wäre wirklich schön gewesen. Alle mit Torpedos, alle mit allem. Von daher, das wäre echt geil gewesen. Aber keine Angst, Sturmjäger, das kommt dann auch dann nächste Woche auf YouTube aufgearbeitet ein bisschen. Damit es leichter verträglich ist. Wie ihr seht, ich habe auf YouTube tatsächlich jetzt die... Also alles für euren Komfort. Sogar mit Kapiteln habe ich es gemacht und kleiner Einsprache etc.
wurde im Ranked eben von einer Burgon geflimmt, weil ich zweimal hintereinander mit meinem Russen-Zerfahrer einen Dreierfeuer gemacht hatte. Ich dachte nur, ja, normal, wenn man kein Prime-Cheater-RNG hat, da bekommt man eben drei Feuer vor einem Flug. Ja, wow. Prime-Cheater-RNG, das ist... Das halte ich für höchst fragwürdig, so etwas zu sagen. Ah, jetzt gilt es hier zu beten, dass wir Zitadellen machen. Er redet ganz rein, warum? Dankeschön, verdient, wollte ich sagen. Hab viel geleistet, diese Runde. Hab also Zuspruch geleistet. Nicht, gefechtstechnisch habe ich nicht so viel geleistet, aber jetzt bin ich noch auf den Schaden gekommen. Und direkt sieht das klar. Ja, natürlich, wenn man AP verwendet anstelle von High, dann kann man auch mal Zitas schießen. Ne? Nun sind wir schlussendlich da angekommen, was viele als die Creme de la Creme oder das Ende der Fahnenstange ansehen hier. Stufe 9, Stufe 10, die Rhone und die Hindenburg. Und deswegen werden wir auch beide zusammen ein bisschen besprechen, wobei wir die Rhone nur ganz kurz überfliegen. Wir haben hier wieder einen schweren Kreuzer im Nürnberg-Design, wie ich es gerne nenne. Das Schiff ist relativ unbeliebt bei der Community und wird ähnlich wie die York als Downer der Linie betrachtet, wobei es gar kein schlechtes Schiff ist. Wir haben aber einen großen Nachteil, muss man einfach sagen. Wir haben nur einen Torpedowerfer. Ist ein 1x4 Werfer pro Seite. Das haben wir bei der Hindenburg, haben wir die gedoppelt und da haben wir auch mehr Türme. Allerdings ist hier die Nachladezeit auch nicht so schlecht mit 9.2. Allerdings ist auch bei der Hindenburg mit 9.5, natürlich immer mit Reload-Modul, die Nachladezeit für 4x3, 203 mm besser. Die Rhone wird bei den allermeisten den Hafen nicht verlassen, wenn man schon die Hindenburg hat und wird quasi nur zum Hochfahren benutzt. Und das ist auch hier der nächste Schritt, wie wir sehen, das ist die Hindenburg auf der letzten Stufe. Da müssen wir uns nichts vormachen, das ist, wenn wir zur Ausrüstung gehen, das, worauf alle hinarbeiten. Und ihr seht schon, das hier sind meine Einbauten. Es geht eine Stufe weiter vom Tarnsystem zur Hauptbatteriemodifikation und das ist Geschmackssache. Mir reichen die 17,8 Kilometer mit der Hindenburg aus. Ich möchte gar nicht weiter wegstehen. Für viele ist die Feuerleiteranlagenmodifikation 2 für 16% mehr Reichweite besser geeignet, weil sie viel HE spammen. Also viel HE auf große Reichweite mit den 51 mm Penetration und den ja immerhin über 2000. Da sind es jetzt 2,5 Höchstschaden, High Alpha, den Schaden anbringen und über Brände machen. Das ist durchaus legitim und kann man auch so machen. Aber ich möchte 5900 Alpha von AP auch verwenden, denn das haut ziemlich gute Salven rein. Zusätzlich habe ich, wenn Not am Mann ist, das Aufklärungsflugzeug mit dabei, immer dem Jäger vorzuziehen, zumindest solange der Jäger momentanen Status ist. Momentan der Datum des Streams war 9.09.2022. Sollten Sie das Aufklärungsflugzeug in einem der fortlaufenden Patches einmal ändern, dass es wieder nützlich ist, dann kann man den Jäger oder das Aufklärungsflugzeug, kann man die tauschen, kann ja sein, dass das Aufklärungsflugzeug vermindert wird, der Jäger verbessert wird und so weiter. Deswegen, da ist dann natürlich wieder alles offen. Ansonsten habe ich die hydroakustische Suche mit, weil, naja, wenn ich näher dran bin, dann kann ich die auch brauchen und das werdet ihr hoffentlich eindrucksvoll auch in diesem Gefecht sehen, dass ich mit hydroakustischer Suche länger überlebe und den Torpedos ausweichen kann, soweit möglich, als ohne. Das ist ziemlich praktikabel. Die Skillung für dieses Schiff ist bei mir, wie gesagt, ähnlich für die gesamte Reihe, nur dass bei Stufe 9 und bei Stufe 10 der Inspekteur mit dazu kommt, weil ein Heal mit eingebaut wird bei der Ausrüstung, also von den verfügbaren Verbrauchsmaterialien, nebst eben dem Aufklärungsflugzeug-Jäger oder der hydroakustischen Suche-defensives Flakfeuer. Und das macht die plus 3 Punkte für den Schiffskapitän durchaus praktikabel, das einzusetzen für maximalen Schaden. Wie gesagt, der Sprengmeister-Skill ist immer noch diskutabel und er ist tatsächlich nur so lange drin, wie ich hier nicht 21 Punkte habe. Danach kann man auch was anderes hier auf jeden Fall eins von den beiden in Betracht ziehen. Das hier ist wieder für Rank drin, um den letzten DD zu jagen. Wie gesagt, ist so ein bisschen ist convenient. Man braucht es nicht unbedingt, Funkortung. Man kann auch
über Beobachtung adaptieren, wo der Gegner ist oder wenn der gespottet worden ist und schauen, was das Intelligenteste jetzt wäre. Aber die Funkortung gibt einem dann noch eine bestimmte Sicherheit dazu. Wie gesagt, nicht für Zufallsgefechte, beim besten Willen nicht notwendig. Und wenn ihr nur einen Zehner habt, geht den üblichen Baum runter mit letzter Anstrengung. Das hier für Anfänger dann als zweites Adrenalinrausch und Tarnungsmeister. Oder anstelle auf Stufe 9 und Stufe 10 Adrenalinrausch hier Inspekteur für einen Heal. Das wäre quasi meine Empfehlung für Anfänger. Überlebensfähigkeit ist mit über 50.000 angepasst auf Stufe 10. Wir haben wieder die deutschen Volkstorpedos, wie schon bei der Ronfor erwähnt. Hier 4x4 anstatt 2x4 auf 6 Kilometer mit 13.700 Alpha. Flugabwehr 85 gesteigert, ist nicht schlecht, kann man damit arbeiten. Die Manövrierbarkeit 32 Knoten oder 31, irgendwas. Hier ist die 5% Flagge drauf. 800 Meter Wendekreisradius, 12,1 Sekunden Ruderstellzeit. Das ist quasi umzustellen hier auf die Steuergetriebe-Modifikation, damit man besser ausweichen kann, oder aber auf das schnellere Anfahren, je nachdem wie ihr spielt. Bedeutet, spielt ihr weiter weg, braucht ihr nicht unbedingt Steuergetriebe-Modifikation, könnt ihr auch vor, also Anfahren nehmen, wenn euch das besser gefällt, aber auch Steuergetriebe-Modifikation. Seid ihr näher dran, dann ist ein bisschen wendiger sein, um Torpedos auszuweichen, nicht schlecht. Wir haben gutes Concealment, 12,6 Kilometer für diese Stufe und für die Größe des Schiffes. Flugabwehr ist, ja, wie schon gesagt, vorhanden. Wasserbomben, naja, ich hätte lieber ein Flugzeug. Aber gut, das ist wieder eine andere Geschichte. Wargaming gibt uns hier nur die Wasserbomben. Ganz wichtig ist ab Stufe 9, inklusive Stufe 9 natürlich bis 10, die India Delta für plus 20% Verwendung des Verbrauchsmaterials, Reparaturmannschaft, damit man mehr Trefferpunkte wiederherstellt und ihr quasi mehr vom Heal habt. Ihr seht, wir machen jetzt 311, wenn wir die Flagge rausnehmen, zeigt es schön an, machen wir nur noch 259. Das bedeutet, wir machen 52 Trefferpunkte auf 28 Sekunden mehr. Das sind fast 1500 Trefferpunkte pro Heilung. Das sind 7500 Trefferpunkte, die wir einfach durch diese Flagge hier dazu bekommen, wenn wir alle Heals durchbekommen, inklusive Inspekteur geskillt zu haben. Ja, ich glaube, das war's hier von den Eigenschaften und von den Stats. Ganz wichtig ist noch kurz einmal die Panzerung zu betrachten. Ist ein schwerer Kreuzer, der nicht schlecht gepanzert ist. Die 27 mm, da gilt dasselbe wie bei den vorherigen Schiffen, schon einmal erwähnt. Einfach durch zurückspulen. Die 30 mm Deck hier nützt uns leider nicht viel gegen die allermeisten Kreuzer, gegen Schlachtschiffe sowieso nicht, vor allem nicht was HE betrifft. Ist aber gut gegen leichte Kreuzer. Leichten Kreuzern ist da die 150er, 152er, 155er ohne IFIS-Killung gemeint. Oder auch die 127 mm wie bei der Colbert, wie bei der Austin etc. Oder 130 mm wie bei der Smolensk, diese kleinen Firestarter, die, bei denen die Pen nicht reicht, um hier Penetrationsschaden zu machen. Allerdings haben wir den Nachteil bei der Hindenburg, dass wir eine relativ hohe Aufbautenpanzerung oder eine breite und eine großflächige haben, sodass in der Mitte des Schiffes immer sehr viel diese 16 mm Bereiche trifft, die zwar, wenn sie gesättigt sind, weniger Schaden abgeben, aber halt immer da sind. Gut, wie gesagt, es gilt natürlich, bestmöglichst nicht getroffen zu werden, aber wenn man mit dem Schiff näher dran ist, und das ist man mit dem Schiff, dann hat man nicht die Möglichkeit. Bedeutet, es gilt, mit diesem Schiff besser zu hausieren oder besser zu handhaben, was für einen Schaden man bekommt und welchen Schaden man bekommt und wo man getroffen wird und wie oft man hintereinander getroffen wird. Also fahrt vorsichtig, schaut euch ein bisschen was von der Karte und vom Gameplay im Gefecht ab. Es hätte auch besser laufen können. Das Problem ist wie immer, man kann nur das Beste in Kombination mit dem eigenen Schiff, der Karte und des eigenen Teams und vor allem auch des Gegnerteams erreichen. Wenn es einmal nicht gut läuft, verzagt nicht. Es wird mit Übung wird's immer besser. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich verabschiede mich jetzt schon von euch. Ich hoffe auch, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Und wenn es euch gefällt, empfiehlt es weiter. Postet es, wo ihr könnt, für längere Gefechte, für bessere Gegner, für bessere Mitspieler, wenn es denn eine Verbesserung gebracht hat. Dankeschön. Ciao. Das ist etwas, was wir mit dieser Reihe versuchen zu verbessern. Die Leute nicht so schnell sterben. Das ist es.
Wenn die Gefechte wirklich mal 15 Minuten dauern, dann kann jeder mehr Schaden machen. Jeder. Weil dann die Leute mehr heilen können und dann ist generell mehr Schaden da. Außerdem erlaubt es auch ein taktischeres Spiel. Fahr doch mal Königsberg. Bin ich schon. Ja, gleich das erste Schiff. Was haben wir denn da? 70.000 gemacht? Können wir nachschauen. Fahr sie jetzt, einmal fahre ich sie jetzt hoch. Und dann werde ich fragen, ob sie mich brauchen bei den Clan-Gefechten. Aber ich glaube, sie sind jetzt genug. Überall genug. Ja. So, dann schauen wir. Wow. Ja, wir müssen. Wie gesagt, es kommt dann auf YouTube. Also, wie gesagt, 75.000 für eine Königsberg ist jetzt auch nicht extrem. Am besten will nicht, weil wird auch 120.000 etc. Aber das mit der Nürnberg waren es 100.000. Wir schauen nach. Wie gesagt, es kommt immer auf das, man sieht es ja, Gefecht drauf an. Auf das Gefecht, auf das Matchmaking, auf die Karte, auf die Teamzusammensetzung. Ist klar, wenn ich 5 DDS drin habe und 2 U-Boote. Nach Karlsruhe fahren immer noch so viel Spaß wie früher, da kann man sich das sparen. Tatsächlich weiß ich nicht, weil ich die schon ewig nicht mehr gefahren bin. Problem ist, der Matchmaker auf den niederen Stufen tut sich schwer Spieler zu finden. 4 sollten noch gehen, aber danach wird es ein bisschen kritisch. So. Hier auf dieser Karte, vor allem wenn man rechts spawnt, hat man wie immer 2 Möglichkeiten. Entweder fährt man raus auf die Flanke, oder aber man fährt ran an die Insel. Bin tatsächlich ein Freund von der Inselvariante. Mit der Hindenburg. Es hat Vor- und Nachteile, beides. Der Vorteil ist, man kann von allem hinter der Insel nicht beschossen werden, während man auf alles schießt, was hier rankommt. Das ist klar. Muss ich euch nicht sagen. Je weiter man rausfährt, desto mehr Probleme hat man mit dem Anwinkeln, weil man von hier beschossen wird und von hier, wenn dann mal soweit ist. Problematisch hier ist das Anfahren, je nach DD, wir haben 3, es könnte jetzt gleich ziemlich kritisch werden. Und dann die Zieten in der Breitseite, deswegen wird es kurz schwierig. Aber wir haben auch einen Flugzeugträger, der es uns dann erlaubt, relativ einfach farmen zu können, wenn wir von denen hier nichts mehr zu erwarten haben. Ich würde gern schießen, aber da ist etwas, was mich dann aufdeckt, ist nur eine Tulsa. Aber gut, eine Tulsa hat Radar, das ist das, die Benson ist da, bevorzugte Ziel. Ihr seht schon, die Stalingrad, die kommt noch einmal drüber, die Zieten haben mit dem Frontturm geschossen. Und jetzt wird die Tulsa eigentlich wegdrehen, soll sie. Aber wir schalten jetzt um auf High und sind leidlich angewinkelt für sie. Die dreht ein bisschen ab, aber nicht weit genug. Na gut, so. Und jetzt haben wir hier die Zieten. Das Wichtigste ist, immer zuerst die Flanke clearen. Das wäre ideal. Warum? Weil die in die Breitseite schießen. Weil die Flanke geclearet ist, kehrt man sie quasi über den Rest zusammen. Die Schiffe ziehen. Hier ist ein bisschen heftig. Ich glaube auch nicht, dass 4 mich beschießen können. Ich glaube, die Zieten kann mich beschießen. Die kann ich tanken. Und das war's dann eigentlich auch schon. Alle anderen probieren es vielleicht. Ich schieße ein bisschen AP, 2-mal. Dann nehme ich wieder High, weil sie meinen Brand gelöscht hat. Da. Jetzt wird die Massachusetts hier die Zieten aufmachen, sobald sie hinter dem Smoke vorbei ist. Mit Glück. So. Haben wir 164.000 Schaden vermieden und 6.000 genommen. Können wir wieder ein bisschen zurückfahren. Wie gesagt, das Problem ist, entweder zeigt man hier breit oder man zeigt hier breit. Schauen wir mal. Zu Beginn Caps zu nehmen ist, wie gesagt, nicht wichtig. Wichtig ist, dass man die Schiffe tötet, die die Caps nehmen wollen. Dann später selbst reinfährt. Ich glaube, die Benson hat das jetzt auch gelernt, indem sie hier einmal die Kurve gefahren ist. Wie viel wichtiger wäre es gewesen, den Feind zu spotten, dass wir ihn dezimieren können. Wieder offen wegen Flugzeugträger. Damit sie dann viel chilliger reinfahren kann. Ah, wirklich. Der DD sitzt hier.
Ist rausgefahren. Hier durchgefahren. Ich fahre jetzt hoch. Warum? Ich möchte gerne die Stalingrad erledigen. Und das kann ich im Kite erledigen. Die Wyoming, die wird nicht viel Reichweite mit der SEC haben. Also 4,5 oder 5, was wird das Maximum sein? Aber das spielt auch keine Rolle. Weil bei der Wyoming, die skillt man nicht auf Sekundärartillerie. Die ist zu schlecht. Zu ungenau, zu wenig Reichweite, zu schlecht. Also macht auch keinen Schaden. Die Wyoming spielst du auf Überleben. Das bedeutet, du gehst auf... Also du kannst sie theoretisch spielen, wie du möchtest. Aber sie ist am dankbarsten und du wirst am meisten Schaden machen, wenn du sie auf Überleben spielst. Als Tipp. Das bedeutet, alles was Schaden vermindert, prozentual, wie Brandwahrscheinlichkeit, Brandprozent runter, was die... Vielleicht... Du musst übrigens gut aufpassen bei der Stalingrad, die hat verbesserte AP-Winkel. Die schießt durch Zitadellen, wo euch sonst kein Schiff Zitadellen schießt, nämlich hier, so. Während sie selbst gut angewinkelt kaum Schaden nimmt. Das ist das Problem. Oh ja, da ist die... Seht ihr? Breitseite von anderen Ende der Karte her. Nice, da ist sie tot. Das ist immer bitter. Scheiß Monty hier, oder Marlboro, Monty wahrscheinlich. Deswegen die Insel. Kleine Karte, Inseln, Freunde. Will die Tulse hier noch rumeiern. Da. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir fahren nicht rein ins Camp. Weil, naja, unser Team ist stark dezimiert. Wenn wir da jetzt reinfahren, dann sind wir die Nächsten. Wir müssen zuerst die Seite klären. Und das machen wir. Zieten muss raus, Tulsa muss raus und dann können wir reinfahren. Unser Team ist gerade ein bisschen hart am Arsch. Wir sind gespottet von vorne, unsere Idee ist verreckt. Es wird ein lästiges Gefecht. Es wird ein richtig lästiges Gefecht. Ein Tutor 100.000 braucht man sich nicht blicken lassen. Fahren ein bisschen rein, weil die Hawk hier schießen kann. Auch lästig ist. So. Dann drehen wir raus. Da vor uns sitzt die Benson. Mit hydroakustischer Suche kriegen wir die auf. Und die werden wir auch jetzt rausholen. Jetzt kommt halt alles angeschissen, ne? Torpedos voraus! Torpedos direkt voraus! Gegnerischer Zerstörer versenkt! Torpedos direkt voraus! Mut zur Lücke, sage ich immer. Sorry, der muss sein. Hydro zur rechten Zeit, erspart viel Unannehmlichkeit. Leider wächt uns jetzt hier die Chung-Mu auf. Das naheste Ziel ist aber tatsächlich hier die Tulsa, kann das sein? Da sitzt sie, oh, das ist sexy. Tot. Ja, aber nicht von mir. Nein, ich kann ihn nicht markieren. Ich sag's euch, das wird ein brutales Gefecht. Keine Ahnung, was der Gegner hier macht. Keine Ahnung, was unsere Leute hier machen. Wir haben noch 32 Sekunden hydroakustische Suche. Ich muss jetzt auf Hai wechseln, damit ich die Chung-Mu bestrafen kann. Blöde Zitten dreht hier rein. Willst du mich verscheißern? Die hat auch Hydro an. Komm, wo ist die Chung-Mu? Also meine eigenen Leute hinten snacken sich alles was geht hier ab von mir, während ich hier den ganzen Scheiß rausfahre, was mega frustrierend ist. Stirb! Dankeschön, jetzt Hai rein.
Einbruch! Wasser dringt schnell ein! Torpedos voraus! Das war's. Das zu viel! Seht ihr, was ich meine? Ah, es ist zu viel. Das ist das Problem. Wir spielen keine 10 Minuten und unser Team schafft es einfach nicht, die andere Seite zu decken. Das wäre so ein 200.000er-Gefecht gewesen. Aber ich habe hinter der Insel nicht stehen bleiben können, weil die Zeiten um die Ecke gefahren wäre, mich torpediert hätte und ich sie nicht torpedieren hätte können. Ich hätte es auch nicht geschafft, hinter der Insel zu drehen, weil dadurch, dass die Chumu in der Mitte kam, bin ich offen. Das waren ja 4 D-Torps. Das waren viele Torpedos hier am Ende. Aber wie gesagt, fahrt mit der Hindenburg so ähnlich wie ihr mit der Rhone fahrt, aber ihr könnt ein bisschen aggressiver fahren, weil das Schiff stärker ist, mehr Torpedos hat. Es ist generell ein stärkeres Schiff. Man kann damit theoretisch bis zum Ende hinten bleiben und Haie schießen, wenn man möchte. Ist aber nicht so teamdienlich, wie wenn man ein bisschen, ja, sagen wir so, in der Mitte der Gesellschaft ankommt und die Führung in die Hand nimmt, wenn es Not tut. Ich spiele ja auch auf 17,8 Kilometer. Genau deswegen, aber mit Reichweitenflugzeug. Der Faustbottet aber auch an der Seite gar nichts. Null. Gar nichts. Wie gesagt, wir waren hier ein bisschen im Arsch. Ich will jetzt nicht das, was ich gemacht habe, überschätzen, aber ich würde fast behaupten, dass diese Seite ja eingebrochen ist, war mein Verdienst oder unser Verdienst hier in diesem Fall. Wir haben die Stalingrad erledigt, wir sind nach vorne, haben die Benson aufgemacht, dadurch konnte sie erledigt werden und wir haben Teil davon mitgetragen. Wir haben die Tulsa eigentlich Power, die erledigen sollen, weil die waren geradewegs auf Zitadellen aus, diese Salve mit AP. Hat mir aber jemand anderes zuerst weggesnackt, profitiert von meinem Vorfahren und Scouten, weil für alle anderen war sie hinter der Insel. Naja, was soll's. Die Chungmu hätte ich gerne noch bekämpft und die Kage habe auch ich aufgemacht. Das zeigt auch davon, weil sie jetzt zu ist und so weiter. Captain K2, danke schön für deinen Follow. Welches Schiff hat die meiste Sekundärreichweite und wie weit? Das ist die Schliefen mit 12,5 Kilometer, glaube maximal mit Flagge insgesamt. Müsste 12,5 sein, oder? Oder ist 12? 12,5? 12? Chat? Helft mir bitte aus. Aber über 12 müsste es sein. Oder eben 12. Die Schliefen, deutscher Bau. 12,5, perfekt. Angel, ohne Flagge. Ach so, ja, es sind 5%. Macht die Flagge dazu. Wie viel sind das dann? 11,9. Können wir schauen? Ich habe die Schliefen. Das Gefecht ist hier zu Ende. Warten wir noch kurz. Eine herbe Niederlage. Ah, gekarrt ohne Flagge 12,0. Das wird dann wahrscheinlich die Schliefen auch haben mit Flagge. 13,2. Was? Nein, nicht mit. Nein. Abzüglich. Da muss man dann geteilt durch 1,05 machen. Oder? Ja, doch. Doch sowas, ne? Alle Deutschen und Franzosen haben dieselbe Secondary Range. Dankeschön, Meridiri. Aber wie gesagt, wenn du gerne Sekundärartillerie spielst, dann nimm die deutschen Schlachtkreuzer. Wir haben genauere Sekundärartillerie. Wenn du mehr Panzerung möchtest, was man eigentlich nicht braucht, dann nimm die deutschen Schlachtschiffe. Wenn dir die besser gefallen, ne? Das halt, ja.